to a photograph and Hi Timo. Na? Alles klar? Ja, schon wieder so kurzfristig. Ja, du, wir haben heute viel zu besprechen. Ja, wir haben nämlich einen Gast, aber bevor wir jetzt den Gast auch nicht direkt in die Folge holen, haben wir nämlich auch nochmal eine Ankündigung. Richtig, weil es wird Sonderfolgen geben. Mhm. So einige, wie viel an der Zahl, hängt noch so ein bisschen ab. Das erfahrt ihr direkt nächste Woche Donnerstag. In der ersten Sonderfolge, also nächste Woche, Donnerstag, geht wie gewohnt die Folge online und es wird auch die erste Sonderfolge sein. Ja. Und wir können soweit sagen, es wird kurz. Es wird kurz. Ja. Mit vielen Gästen. Ja. Also wir werden mehrere kurze Folgen jeweils mit Gästen machen, sozusagen Podcast-Quickies. Mhm. Und ein Thema mit den Leuten besprechen, also sozusagen monothematisch, das ist zumindest der Plan. Mhm. Wir haben ja bis jetzt noch nichts aufgenommen, das heißt, wir reden jetzt auch so ein bisschen ins Blaue hinein, aber das ja, können wir dann so... Ja, und was man auch schon mal sagen kann, weil Jan hat es auch schon angekündigt, ja. Wir werden nämlich auf seinem Meetup, dem Glücksgefühl, ja, habe ich jetzt richtig gesagt? Das Meetup heißt Glücksgefühl. Ja, im Glücksgefühl. Glücksgefühl. Da werden wir nämlich diese ganzen Folgen aufnehmen. Genau. Und deswegen so viele Gäste. Genau, während die anderen Spaß haben, werden wir da sitzen im Studio und, ja, genau, und in der Waschküche, arbeiten. In der Waschküche oder im Wohnwagen. Ich glaube, es wird die Waschküche, da werden wir unser Studio aufbauen und dann werden wir da Leute für euch arbeiten und... Content produzieren. Ja, und ganz, ganz viele spannende Gäste, ja, ins Gespräch holen. Richtig. Genau, apropos ins Gespräch holen, jetzt holen wir mal die Antonia ins Gespräch. Ja, hallo Antonia. Hi Antonia. Hallo, danke fürs Wiedereinladen. Ja, sehr gerne. Ja, Antonia ist, wer es noch nicht so richtig weiß, unsere Lieblingspsychologin, zu der wir uns heute mal wieder auf die Couch legen, weil wir so das ein oder andere zu besprechen haben. Aber wer dich noch nicht kennt, vielleicht, ja, stellst dich mal kurz vor und was du so machst und so weiter. Und kannst ja auch mal ein bisschen Werbung machen für das, was du so machst. Ne? Sehr, sehr gerne. Das mache ich sehr gerne. Danke. Genau. Ich bin Antonia. Ich habe in Mainz Psychologie studiert und zu dem ähnlichen Zeitraum auch nebenbei gemodelt. Daher kennen Stefan und ich uns persönlich. Mhm. Und bin jetzt mittlerweile leider in Dresden, das heißt zum Modeln im Frankfurter Raum nicht mehr ganz so verfügbar. Mhm. Und habe in den letzten 2 Jahren viele Weiterbildungen gemacht zur Sexualtherapeutin und habe dafür einen Instagram-Account, den ich schon während des Studiums gestartet habe, der heißt Lustaufklärung, wo ich eben zu den Themen Sexualität und Paarbeziehungen aufkläre und gebe mittlerweile auch Workshops und seit allerneuestem, quasi seit ein bisschen mehr als einem Monat, habe ich jetzt endlich auch einen eigenen Podcast, der genauso auch heißt wie dieser Instagram-Account, auf dem ich ein bisschen länger labere. Genau, Lustaufklärung heißt das überall. Und damit habe ich sehr viel Spaß. Und ich habe ja auch die Freude gehabt, hier schon mal in diesem Podcast eingeladen zu sein. Mhm. Und genau, bin gespannt, was es heute so gibt. Jo, deine Folgen nochmal ganz kurz zu deinem Podcast sind immer so ungefähr eine halbe Stunde lang, glaube ich, ne? Genau, bisher genau, schon, ne? Weil ich mit mir selber rede. Also ja, perspektivisch werde ich irgendwann gerne auch Gäste einladen und kann mir vorstellen, dass das dann etwas länger wird. Mhm. Aber bisher habe ich das Gefühl, für mich alleine halbe Stunde monologisieren passt so ganz gut. Ja, richtig. Also ich habe mir bisher auch jede Folge angehört oder angesehen. Das, man kann dich ja auch sehen in deinem Podcast, tatsächlich richtig, auf YouTube. Ja, tatsächlich. Oder auch auf Spotify kann man das auch sehen, das ja, ist richtig? Genau. Genau. Da gibt es, also das gibt eine Videoversion, die übrigens sehr, sehr hervorragend ist. Also man merkt, dass du der Fotografie und der bildgebenden Kunst doch zugewandt bist irgendwie, weil das sieht auch sehr gut aus. Mhm. Danke dir.
Sehr gerne, sehr gerne. Also. Ja. Wer vielleicht auch noch die letzte Folge nachhören möchte oder die erste Folge, das war die Folge Psychologie und Fotografie mit Antonella Lee. Ich hoffe, du heißt auch so noch immer auf Instagram. Das, genau, von meinem persönlichen Profil ist das nach wie vor der Name, ja. Ja. Genau. Okay, persönliches Profil. Okay, das ist aber gut zu wissen dann schon mal. Oder Modelprofil, wenn man so will. Genau. Ja, da hast du einen Künstlernamen als Modell, als Sexualtherapeutin bist du unter bürgerlichen Namen unterwegs. Richtig, genau. Genau. Ja. Cool. Wir hatten ja schon, es ist ja schon so ein bisschen Wasser den Rhein hinunter geflossen. Von der ersten Idee für diese Folge bis heute, bis zur Aufnahme. Also es ist ja, ich glaube, über ein halbes Jahr, dass wir da das so kann sein, ja. reden, dass wir mal wieder was machen wollen. Und auch das Thema stand schon so ein bisschen fest und so weiter. Und wir haben ja auch da schon sehr viel drüber gesprochen, über dieses Thema. Ich hoffe mal nicht, dass die Spontanität da jetzt weg ist, weil wir da schon so viel drüber gesprochen haben. Aber nicht. Ich glaube, das ist immer wieder spannend. Ja. Wollen wir mal die Zuhörer so ein bisschen abholen, du oder ich? Mach du gerne mal. Ja. Du hast ja, glaube ich, immer die Fragen. Genau, wir liegen ja auf dem Sofa und wir müssen ja erstmal liefern. gut, dass das kein Videopodcast ist, ne? Sondern wirklich, die Leute können uns das ja ruhig jetzt mal glauben, oder? Ja. Ja, finde ich auch. Ne? Also, die können sich auch mit hinlegen. Ja, natürlich. Ja, man kann ja auch einen Podcast in Liegen hören, tatsächlich. Ja. Ja. Ne? Ja, also ich hatte irgendwann mal sehr viel über das Thema Feminismus und Fotografie und überhaupt über Feminismus drüber nachgedacht und so weiter. Und es hat mich auch wirklich auch bis heute noch hier und da beschäftigt und auch vielleicht auch mal mehr, mal weniger beschäftigt. Und ich stelle halt fest, dass das gerade in meiner Bubble, im Social Media, dieses Thema doch sehr kontrovers diskutiert wird, sehr extrem teilweise diskutiert wird. Und ich hatte dich dann irgendwann mal so aus dem Blauen heraus angerufen und gesagt, oder dich gefragt, sag mal, hältst du mich für einen Feministen? Und da kannst du ja mal gleich die Antwort geben. Und wenn ja, wenn ich es wäre, warum bin ich das? Das war so die Frage und dann hat sich, glaube ich, auch eine Stunde Gespräch daraus ergeben. Und ja, habe ich gesagt, so habe ich es auch in Erinnerung. Genau, und dann habe ich gesagt, Mensch, das ist doch eigentlich mal was für ein Podcast. Wir hätten es eigentlich direkt aufnehmen sollen. Nur ich saß gerade im Auto, ne, und du warst irgendwie auch an. Ich war am Spazieren gehen. Genau, deswegen, also die Tonqualität wäre jetzt nicht so dolle gewesen. Nee. Genau, aber das kannst du mir ja vielleicht nochmal um die Ohren hauen, was du mir damals als Antwort gegeben hast. Ja, gerne. Genau, also erstmal war ich damals sehr positiv überrascht von dieser Frage, weil ich das immer schön finde, wie sehr du dich mit diesen Themen so beschäftigst und dich selbst hinterfragst. Ich glaube, dass ich sehr intuitiv einfach geantwortet habe mit, ja klar, ich würde schon sagen, dass du ein feministisch eingestellter Mensch bist, aber dass letztendlich das auch eine Frage ist, ob du dich so definieren möchtest oder nicht. Also das ist ja, man könnte sagen, eine Art von Ideologie, der man sich entweder anschließen kann oder nicht. Und dann geht es halt so ein bisschen los, welche Definition von Feminismus nehmen wir dafür, um die Frage zu beantworten. So. Und die Grunddefinition, die ich kenne und auch weiterhin verwende, ist, dass es einfach darum geht, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sein sollen. Und ich finde die Unterscheidung immer sehr schön zwischen gleichgestellt und gleichberechtigt. Also dass es nicht darum geht, alles muss gleich sein, sondern es geht darum, gleiche Chancen zu haben, die gleichen Dinge zu dürfen, privilegienmäßig, dass es ausgeglichen ist, etc. So, und so wie ich dich erlebe und wie du auch über Frauen sprichst und feministische Themen letztendlich und Fragestellungen, habe ich immer den Eindruck, dass das durchaus einer deiner Werte ist, dass Gleichberechtigung vorhanden sein soll. Und allein aus dem Grund war dann meine erste Antwort auf die Frage, ja, ich würde schon sagen, du bist feministisch eingestellt. Ob du ein Feminist bist, so wie gesagt, ich habe das Gefühl, die Antwort kann ich nicht von außen geben, sondern die ist für dich eher die Frage. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ja. Und dann sind wir in einer Diskussion gelandet darüber, was es dann noch für verschiedene Strömungen gibt von Feminismus. Und richtig. Dann wurde es komplexer. Ja. Richtig, genau. Ja.
Ja, das ist ja auch so eine Sache, ne? Also diese Strömung, also ich kenne es noch aus alten Zeiten, ich bin ja schon ein alter Knopf, ich werde ja dieses Jahr 50, ich habe es ja schon öfter mal hier im Podcast gesagt und in meinen jungen Jahren habe ich Feminismus irgendwie als Kind und als Jugendlicher als so ziemlich spaßbefreite Strömung empfunden und auch so, wie soll ich das sagen, unangenehm so. Ne? Unangenehm stigmatisiert, meinst du, vielleicht auch? Ja, also man war als Mann erstmal schon mal irgendwie grundsätzlich ein Gegner. Feindbild. Ja, ein Feindbild. So, mhm. ne? Also der Gegner ist der Mann und so weiter und ja, und auch so eine gewisse Härte da drin, ne? Also nicht inkludierend, ne? Was man heute sozusagen, was ich heute im Gegensatz dazu erlebe, dass sozusagen diese ganze Strömung, so wie ich sie jetzt erlebe, aber darüber können wir nochmal sprechen, absolut inkludierend ist und auch jeden sozusagen einlädt, der mitmachen will. Mhm. Ja? Das ist eine Strömung. Das ist eine Strömung. ja, genau, die andere gibt es auch. Die andere gibt es auch. Das heißt, die andere ist dann so, wie ich sie damals empfunden habe, also ist das wirklich so Anti-Männer? Das ist sehr spannend und jetzt kommt das, was ich vorhin so ein bisschen euch angeteasert habe, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Das wisst ihr nämlich, glaube ich auch nicht, obwohl, doch Stefan, es kann sogar sein, dass du das damals mitbekommen hast. Ich habe ja meine Bachelorarbeit von meinem Psychologiestudium ging um die Fragestellung, ob Feminismus männerfeindlich ist oder ob Feminismus mit Männerfeindlichkeit zusammenhängt. Ja, richtig, genau. Darüber haben wir auch und gesprochen. Dazu habe ich eine Studie gemacht damals und zu meinem eigenen kleinen Schreck tatsächlich einen kleinen Zusammenhang gefunden und dann ganz viel hinterfragt und dachte, was heißt denn das jetzt? Und es ist natürlich weitaus komplexer als das. Ne? Also man muss bei so Studien, Forschungsarbeiten dann immer ganz, ganz doll aufpassen, welche Schlüsse man dann zieht aus solchen Ergebnissen und dann dieser Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität. Also nur weil es zusammenhängt, heißt es nicht, dass das eine zwangsläufig aus dem anderen resultiert und so weiter. Also ganz, ganz doll aufpassen mit dem Fazit, was man zieht. Aber dennoch ist das was, was mir auch seitdem immer wieder in anderen Forschungsarbeiten oder einfach als soziales Phänomen begegnet ist, dass es da durchaus Zusammenhänge gibt zwischen feministischen Einstellungen und einem sehr negativ geprägten Bild von Männern als Gruppe. Und das kann man natürlich ein Stück weit nachvollziehen. Ne? Also auch so, wie du es jetzt beschreibst, wie du Feminismus früher erlebt hast, woher kommt der Feminismus? Das war ja eine Bewegung, um sich zur Wehr zu setzen gegen sehr, sehr unfaire Standards. Ja. So, also wo Frauen wirklich massiv benachteiligt waren, von Männern unterdrückt wurden. Und dann muss man natürlich wieder aufpassen, nicht jeder einzelne Mann so. Aber es ging erstmal darum, die Gruppe von Männern aus dieser privilegierten Position heraus zu bekommen oder sich selbst auf die gleiche Stufe zu kriegen. Also es war eine Bewegung, die mit einer gewissen Härte einherging, weil das auch notwendig war. So. Und Magst du dazu also, was sagen? Ja, ich mag dazu was sagen. Und zwar, ich weiß noch, ich bin zu einer Zeit geboren und Kind gewesen, wo es normal war, dass Frauen, ich sag jetzt mal im Büro oder bei, ich sag jetzt mal im Biergarten oder sowas, von Männern auf den Hintern gehauen wurden. Ja, genau. Also das war so völlig, also die Arbeitskollegin wurde dann auch mal... Norm. Das war normal, wie man sich die Hand gibt. Ja. Oder? Ist es nicht so? Ja, ne? Ja, ich meine, damals habe ich das nicht erlebt. Aber das war gesellschaftlich, war das alles ein völlig anderer Zeitgeist. Und aus diesem Standard heraus ist dann natürlich auch ganz viel Wut bei Frauen einfach da gewesen, über diese Ungerechtigkeit. Ja.
Und insofern kann man völlig nachvollziehen, dass diese Bewegung erstmal so spaßbefreit war, wie du vorhin gesagt hast. Ja. Ne? Weil es kam aus einer großen Wut und Verzweiflung und Hilflosigkeit und keine Privilegien und Abhängigkeit von Männern und überhaupt und da sich rauskämpfen. Das hat sich dann natürlich erstmal nach einer sehr ernsten Angelegenheit angefühlt, die es ja auch war. Und vielleicht auch nach einer Angelegenheit, wo man gesagt hat, so und ihr Männer könnt jetzt uns hier auch nicht helfen, sondern das ist jetzt hier unser Kampf. Ja. Was eben schwierig ist, weil wir dadurch halt in diesen Geschlechterkampf gerutscht sind irgendwie oder immer noch da drin sind. Das ist jetzt ein bisschen, für mich fühlt sich's immer ein bisschen an wie bei den meisten sozialen Bewegungen dieser Art, dass es dann so wie so ein Pendel vom einen Extrem erstmal ins nächste Extrem überschwingt, bis wir in so einer ausbalancierten Mitte ankommen, hoffentlich. Ja. Und das ist so ein bisschen das Gefühl, was ich aktuell bei manchen Strömungen des Feminismus habe, dass wir so ein bisschen überkompensieren, quasi was, was damals war. Und jetzt ist es so Männerbashing stattdessen. Ja. was irgendwo nachvollziehbar ist, wenn man sich die Vergangenheit anschaut, aber halt auch nicht die Lösung. So, und es kommt ja natürlich auch darauf an, wie das in den Medien geframed wird und was nach außen getragen wird. Also welche Informationen da so. Also da gibt's ja solche und solche, ne? Also ich habe, wenn ich jetzt mal so, nur mal so aus dem letzten halben Jahr so Infos, die ich so mitbekommen habe und wie die teilweise geframed werden, da haben wir zum einen also dann auch mal solche Extreme, wie zum Beispiel diese Umfrage mit dem Bär und dem Mann im Wald. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ja, 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 ja. Genau. Was mich natürlich als Mann erstmal traurig stimmt. So, weil ich denke so, ey, bei mir brauchst du dir keine Gedanken machen, so, ne, also, wo ich dann denke, wenn ich einen Bär sehe, dann renne ich, das ist die einzige Reaktion quasi. Genau. Und wenn ich jetzt, die einzig sinnvolle Reaktion, so für mich, ja, erstmal, du bist ja auch ein Mann. Es wird auch ein Profi, ja, genau, ich bin auch ein Mann, ich renne weg. Also jetzt ohne, ein Profi wird doch noch genauer wissen, wie man sich beim Bär zu verhalten hat. Also ich meine nur jetzt erstmal so, logische Konsequenz ist erstmal Flucht. Ja. So, also logische Reaktion meine ich. Mhm. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, dass das projiziert auf quasi, ich würde das jetzt mal auf mich projizieren und sagen, ich würde genauso beim Mann so drauf reagieren, dass wenn ich einen Mann im Wald sehe, erstmal wegrenne, dann macht das enttäuscht natürlich erstmal so als Mann. Ja. Ja. Und das sind dann natürlich so Bereiche, wo ich dann sage, so, ja, es ist nicht sinnbringend oder beziehungsweise auch nicht zielführend für den Feminismus, erstmal solche Umfragen, weil die ja auch ganz, die sind ja wirklich so, also erstmal ganz blöd geframed allein schon, ne, solche Fragen, und die Frage ist halt, welche Antwort, also sind die Antworten sind sicherlich dann auch gefiltert, dann auch gezeigt worden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder sagt, ich gehe lieber mit einem Bär im Wald als mit einem Mann. Ja, aber die Umfragewerte waren schon sehr hoch, dass ich tendenziell eher mit einem Mann, eher mit einem Bär, ja. Antonia, ist das wirklich eine ernst gemeinte Sache gewesen und ist so dabei rausgekommen? Oder ist das jetzt wirklich Also so wie ich das mitbekommen habe, war das schon so. Und ich der Zweck dieser Studie war offensichtlich eben aufzuzeigen, wie bedroht sich Frauen fühlen, wenn sie irgendwo alleine mit einem fremden Mann sind. Und dass erstmal der erste Gedanke ist, bin ich hier in Gefahr. So, und potenziell bin ich in Gefahr, also lieber erstmal weg. So, und das gibt's auch mit anderen Studien, ne, wenn man sich anschaut, wie Frauen das empfinden, wenn sie nachts durch die Straßen laufen auf dem Weg nach Hause und dann ist da irgendwo halt ein fremder Mann. So, dann ist der erste Impuls ist, potenzielle Gefahr. So, lieber mal Straßenseite wechseln oder schnell die andere Straße oder das ist einfach so ein Grundgefühl von Frauen. Dieses Gefühl von, ich bin im Zweifel nicht ganz sicher, wenn ich mit einem Mann alleine bin. So, und das wollen solche Studien halt zeigen, auf eine sehr, man könnte jetzt sagen, überzogene Art mit dieser Bärstudie, weil der Bär natürlich auch gefährlich, also, aber ich habe das Gefühl, man darf sich da nicht so dran aufhängen, ob jetzt der Bär eigentlich gefährlicher wäre oder nicht, weil die Message dieser Studie war eben einfach zu zeigen,
wie unsicher sich Frauen fühlen, wenn sie mit einem fremden Mann irgendwo alleine sind. Das habe ich verstanden. Ich fand es aber irgendwie schlecht transportiert, weil es irgendwie, also ich fühle mich als Mann ja schon fast beleidigt, wenn ich das sehe. Ja? Ja. Ne? Das ist wirklich so, ey, so, hey, wie könnt ihr uns nicht vertrauen? Das gibt's doch gar nicht. Ja, das kann man nicht. Naja. Ja, das ist halt das Dilemma, ne? Also, dass Frauen halt einfach nie wissen können, welche Art von Mann ihnen da gegenübersteht. So. Genau. Und das, ich stelle mir das auch als Mann unglaublich frustrierend vor, wenn man von sich selber weiß, ich würde nie irgendeiner Frau sowas antun, ich bin überhaupt nicht übergriffig oder gefährlich auf diese Art und dann bin ich hier nachts unterwegs und eine Frau wechselt wegen mir die Straßenseite. Also, ja, aber das zeigt eben einfach, es kommt noch zu häufig vor, als dass Frauen sich denken, ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass der mir eh nichts tut, also entspanne ich mich jetzt mal. Das ist, also das ist verrückt, weil es, also das macht ja schon was mit einem und ich weiß, dass das hat mich sogar schon teilweise in manchen Bereichen so beeinflusst, weil ich bekomme, oder auch Stefan, wir beide bekommen ja als Fotografen ja auch dadurch, dass wir auch viel Kontakt haben, einfach auch mit Frauen, weil wir auch viel Frauen fotografieren und dann einfach auch viel in Austausch sind und interessiert sind, bekommen wir ja natürlich auch so Alltagssituationen mit, ne? Oder irgendwelche Situationen, also uns wird was erzählt, wo halt eben dann auch mal, ja, was eben nicht so Schönes passiert ist oder man, was für Nachrichten man als Modell bekommt und Co. Ja. Und ich habe unter anderem dann auch schon mal, ich weiß, dass das mich das dann schon so weit beeinflusst, obwohl ich mich, also wo ich einfach weiß, ich bin selber von der Einstellung so, ich möchte ja natürlich, weißt du, also ich weiß ja von mir, bei mir geht keine Gefahr aus. Na, das weiß ich aber erstmal so für mich, ja. Und das beeinflusst mich aber dann trotzdem schon insoweit, dass ich schon mal für mich gemerkt habe, nachdem ich irgendwelche Videos gesehen habe, wie irgendwelche im Fitnessstudio halt dann mal ein Video gemacht haben, gezeigt, hier der Kerl, der hängt mir schon die ganze Zeit hinter mir und glotzt die ganze Zeit nur so, dass das mich so weit beeinflusst, dass ich selber im Fitnessstudio schon, wo ich dann sehe, da ist gerade eine Frau in der Ecke, die ist am Trainieren, dass ich dann teilweise schon nicht an das Gerät gehe, wo ich eigentlich hingehen wollte, sondern sage, ach komm, ich wollte ja hier noch da hinten, dann gehe ich erstmal dahin und wenn die da fertig ist, dann gehe ich da hinten hin, damit die ihre Ruhe hat. Na? So. Ja, das ist, und da dachte ich mir dann auch so, ja. was mache ich hier eigentlich? Also ich meine, ich will da ja nicht irgendwie, ich will da ja nichts. Wir sind ja alle freie Leute, ne? Also ja, das ist genau. So, dass ich das dann selber schon merke, dass das mich beeinflusst. Und das ist halt immer, finde ich, so das Schwierige als Mann, wenn man dann. Also ich folge auch teilweise bestimmten Kanälen oder habe denen dann teilweise eine Zeit lang gefolgt, die einfach auch, also sehr bekannter ist ja die Tara, was Tara sagt. Die halt eben da auf gewisse Themen aufmerksam macht. Und ich bin ihr dann irgendwann zum Beispiel entfolgt, weil ich einfach gemerkt habe, dass das, was sie da zeigt, ich würde mit allem zustimmen. Und trotzdem fühle ich mich quasi angesprochen als Mann, ja, und pauschalisiert. So, jetzt kenne ich, habe ich auch schon andere Formate gesehen, wie sie dann auch im Fernsehen irgendwo aufgetreten ist oder in irgendwelchen öffentlich-rechtlichen Formaten. Und dann aber auch schon mitbekommen, es ist schon nochmal, sie vertritt natürlich auch die Ansicht, dass es, also diese grundfeministischen Ansichten, die jetzt nicht eben so gefilmt sind, dass es nur der böse Mann ist, sondern eben um eine Gleichgestelltheit geht. Ja, so. Und das ist halt immer das Schwierige in dieser Feminismusbewegung, dass man natürlich halt immer nur das mitbekommt, was, ja, so hart klingt, weil das lässt sich halt besser. Das ist das Lauteste. Ja, das du hörst erstmal das Lauteste sozusagen. Ja. Und das ist ja dieses Harte. Die harte Front quasi so. Genau. Und ja, wie ich das gerade gesagt habe, dieses Spaßbefreite und so weiter. Jo. Ich habe ein paar Gedanken zu dem, also ich finde es total interessant, Timo, was du eben beschrieben hast. Mit diesem, dass das bei dir alles so hängen bleibt und dazu führt, dass du dann dein Verhalten auch veränderst und dass du das immer so ein bisschen im Hinterkopf hast, wenn du irgendwie Frauen siehst. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass viele
Frauen oder einfach sehr feministisch eingestellte Personen sagen würden, ja, das ist auch genau richtig so. Also es ist genau richtig, dass du dann im Fitnessstudio halt sagst, puh, ja, da ist jetzt diese Frau, ich möchte jetzt nicht, dass die ein komisches Gefühl hat, wenn ich jetzt irgendwie da stehe und ihr zuschaue und warte, bis sie weggeht, also gehe ich jetzt nochmal woanders hin. Also es gibt, glaube ich, viele Menschen, die sagen würden, genau das ist die richtige Verhaltensweise. Männer sollten das alle so im Hinterkopf haben und halt im Alltag gucken und einfach sensibilisiert dafür sein. Das ist ja dieses Wort, was dann immer wieder kommt. Es geht einfach darum, Bewusstsein zu haben für das Erleben von Frauen. Und dann als Mann zu schauen, okay, wie kann ich möglichst verhindern, dass Frauen sich von mir irgendwie auch bedroht fühlen. So. Mhm. Natürlich ist das dann auch was, was zu weit gehen kann, ja, dass Männer sich einfach dermaßen zurücknehmen und das Gefühl haben, und ich glaube, Stefan, da ging ja auch unser Gespräch damals so ein bisschen hin, dieses Gefühl von, okay, ich habe jetzt so Angst davor, irgendeinen falschen Schritt zu machen und dann einer dieser Männer zu sein, die ich nicht sein möchte, dass ich plötzlich das Gefühl habe, ich mache am besten gar nichts mehr. Richtig. So, ich rede nicht mehr mit Frauen, ich schaue die nicht mehr an, ich fotografiere die auch lieber nicht, weil und das ist natürlich nicht die Lösung und da kommen wir dann auch nicht aus diesem Geschlechterkampf, wie ich es immer mal nenne, raus. Und mein Gedanke ist dazu halt immer, die Lösung ist, wie so oft halt Kommunikation, also dass wir dann darüber sprechen können, dass beispielsweise, ich nehme jetzt einfach mal dieses Fitnessstudio-Beispiel, so dass du weder einfach den Move machst, den die Männer in diesem Video machen und irgendwie da stehst und sie anstarrst, bis sie weggeht, noch irgendwie sagst, okay, ich schleiche jetzt um sie rum und gehe lieber nochmal woanders hin, weil ich will sie nicht stören, sondern dass wir an den Punkt kommen, wo es einfach möglich ist, dass du zum Beispiel hingehst und sagst, hey du, ich würde hier demnächst auch gerne hin. Ich will aber nicht, dass du dich unwohl fühlst, wenn ich jetzt hier stehe und irgendwie dich anstarre, weil das könnte komisch rüberkommen. Ich will eigentlich nur auch an das Gerät. Wie lange brauchst du noch ungefähr? Und dann komme ich irgendwie nochmal, zum Beispiel. So. Dann haben wir so einen schönen Mittelweg und wir sind halt auch im Kontakt, im Dialog. Weil ich glaube, das Schlimme, was halt passiert durch diese ganze Debatte, diesen Diskurs, ist halt, dass es so eine Schlucht gibt zwischen den Geschlechtern, wo man plötzlich das Gefühl hat, ich weiß gar nicht genau, wie ich jetzt noch mit dir reden soll. Ich meine, klar, wenn man sich ein Gerät irgendwie teilt, das ist ja dann nochmal, also beziehungsweise dann dahin möchte, wo es, wenn das gleiche Gerät belegt ist. Ich rede aber schon eher davon auch teilweise, dass es nur um die Nähe geht. Also das heißt, es könnte das Gerät dann daneben sein. Und deswegen, da habe ich dann auch teilweise schon so für mich gedacht, so ey, was mache ich hier eigentlich? Weil wenn da ein Mann jetzt an einem Gerät daneben wäre, dann hätte ich mich einfach hingesetzt. Und hätte da trainiert und es ist eigentlich alles okay. Na, also, dass ich dann da vielleicht auch schon einen Schritt zu weit gehe. So. Also du machst einen großen Bogen drum, sozusagen. Ja. Trotzdem, ich weiß nicht, vielleicht nehme ich auch zu viel Verantwortung auf mich und statt die auf die Person zu legen, die es eben falsch machen. Ne? So, Kann man das irgendwie auch erschlagen mit einer kompletten Neutralität? Dieses Thema, dass man einfach. Eigentlich sollte das ja sein. Was meinst du mit Neutralität? Also, ich sag mal so: stellen wir uns mal vor, also Fitnessstudio, wir bleiben einfach mal bei dem Beispiel: da ist ein Gerät, wo die Frau dran arbeitet und du willst dann daneben, ja. Und jetzt könnte man sozusagen mal hin und wieder mal rüber gucken, ja. Das würde ich vielleicht auch mal beim Mann machen oder sowas, mal gucken, wie der so trainiert oder sowas, ne, und irgendwie ist man ja auch so ein interessierter Mensch oder so, ja. Kann man das nicht auch so machen, dass man sagt, okay, wenn da eine Frau ist, dann gucke ich einfach nicht hin, sondern ich bin komplett fokussiert auf mich und die wird schon sehen, dass ich sie keines Blickes würdige, sozusagen. Also das meine ich jetzt mit Neutralität, dass man sich auf sich selber konzentriert und damit auch ausstrahlt, ich habe mich nicht hier hingesetzt, um dich anzustarren, sondern ich mache jetzt hier mein Ding. Ich mache hier mein Ding. Ja, genau. Na? Genau. Ja. Ich glaube, also, das wäre so ein Weg, den zu begegnen. Ich meine, im Endeffekt ist es ja genau, also der Feminismus ist ja eigentlich in der Mitte. Eigentlich. Wenn ich das so für richtig interpretiere. Ich glaube, wir müssen wirklich da echt, es gibt, also in meinen Augen gibt es nicht mehr den Feminismus.
Okay, dann sollten wir vielleicht mal... Es gibt die Feminismen, es gibt verschiedene Strömungen und deswegen ist diese Debatte auch so schwierig. Also sobald wir sagen, was ist ein Feminist, was ist eine Feministin, was wollen Feministen, was genau will der Feminismus, das funktioniert mittlerweile nicht mehr, okay, weil es zu viele unterschiedliche Strömungen gibt. Kannst du uns das mal erklären, was so die Hauptströmungen sind oder so diese, ich weiß nicht, wie viele es sind am Ende, keine Ahnung, aber du wirst es uns erzählen und das vielleicht mal so kurz mal runterbrechen. Ich meine, also ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt alle Strömungen genau benennen kann und das ist vielleicht aber auch jetzt gar nicht notwendig, sondern es geht letztendlich darum zu sagen, es gibt diese Grunddefinition, der sich, glaube ich, viele Menschen anschließen würden, von Männer und Frauen sollten gleichberechtigt sein, gleiche Rechte haben, gleiche Chancen haben. Und dann gibt es verschiedene Herangehensweisen oder Extremformen vielleicht davon. Mhm. Das, was ich jetzt, glaube ich, für diese heutige Folge relevant finde, ist zum Beispiel dieses Thema von einer großen Überzeugung, dass Frauen einfach tun können sollten, worauf auch immer sie Lust haben. Mhm. So. Und da hängt häufig auch mit dran, dass so Sachen wie sexuelle Selbstermächtigung oder freizügig rumlaufen oder Aktfotos von sich posten auch okay sein sollte und feministisch ist sogar, wenn die Frau da selber Lust hat. So, und dann gibt es die andere Strömung, die eher den Gedanken verfolgt, dass das Patriarchat uns alle so tief und unterbewusst beeinflusst hat, dass Frauen eigentlich fast schon gebrainwashed sind und gar nicht mehr wirklich selber spüren und wissen können, was sie eigentlich wirklich selber wollen und was sie nur denken zu wollen, weil das Patriarchat sie so erzogen hat. Also da kommen dann diese Standardsätze von, du machst diese Bilder gar nicht wirklich für dich, du denkst, du machst das für dich, du denkst, das wäre feministisch, eigentlich ist es das Gegenteil von feministisch, du machst das für den Male Gaze, für männliche Aufmerksamkeit, weil das Patriarchat dich dazu gebracht hat, zu denken, dass du dich selbst objektifizieren musst und das positiv zu finden, obwohl es das eigentlich nicht ist. Und deshalb sollten wir Frauen davon wegbekommen, das überhaupt zu machen. So, und das sind zum Beispiel zwei sehr konträre Strömungen. Cool. Also erstmal danke dafür, dass wir jetzt mal endlich in der Fotografie sind. Ja gut, wir müssen ja irgendwie mal reinkommen. dass wir da mal reinkommen. Und ja. Das übrigens, das Letztere, was du gesagt hast, war ja auch für mich auch mal Anlass für ein Gespräch mit dir. Genau. Ja? Ja, dass ich gedacht habe, so, ja, vielleicht ist dieses Brainwash-Thema da so groß, ich habe Angst. Ja, ne? das war die Sache an der Stelle. Und da hast du mir ja diese Angst ja auch ein Stück weit auch genommen oder zum großen Teil oder ja, genommen. Und schön. Das fand ich, vielen Dank. und das ist aber wirklich interessant. Also das heißt, es gibt da diese Strömung, die sagt, oder diese zwei, ich sag jetzt mal, Hauptströmungen, die jetzt für uns als Fotografen irgendwo interessant sind oder wichtig sind. Wie kann man das einordnen? Ist das da nochmal tiefer reinzukommen, ist die eine Strömung größer als die andere oder sowas? Was ist so dein Eindruck? Oder gibt es da irgendwie... Puh. Ich weiß nicht, ob die eine größer ist als die andere. Ich glaube, da haben wir tatsächlich wieder dieses Phänomen, was du vorhin auch sagtest, dass die Extreme am lautesten sind. Ja. Und dann hat man häufig das Gefühl, das sind so viele. Und daher kommt, glaube ich, auch dieser Eindruck von Feminismus ist so oder Feministinnen denken alle so und sind alle Männerhasserinnen. Und ich würde sagen, dass das zum Großteil nicht zutrifft, aber das ist eben eine Nische, eine Strömung, die ja sehr laut ist und dadurch auch viel Raum bekommt so und viel Reichweite hat. Also ich kann dir dazu jetzt leider keine konkreten Zahlen nennen, aber... Weil das ist so eine Strömung, die ich schon sehr früh halt, wie gesagt, als Kind mitbekommen habe, wo dann Leute gesagt haben, es muss Pornografie verboten werden, es müssen selbst erotische Aufnahmen, Playboy, das gehört alles verboten. Es klang für mich so nach Bücherverbrennung, weißt du? Und das hat mich irgendwie, das fand ich irgendwie so, also als Kind fand ich das, ich konnte das noch nicht so richtig fassen, weil ich da auch keine Ahnung von hatte, aber es klang so bauchgefühlmäßig nicht gut.
Ja, ich glaube, da müssen wir einfach immer im Kopf behalten, aus welcher Zeit das Ganze kam. Und dass das Anfang in der Phase, 80er. Also diese Art von, genau, und diese Art von Feminismus aus einem Zeitgeist kam, wo Frauen wirklich sehr, sehr wenig Freiheiten hatten und wo auch weibliche Sexualität ja sehr unterdrückt noch war und tabuisiert und wo dann wirklich es drum ging, hey, alles, was es irgendwie gibt an diesem erotischen Material hier, Pornografie und so weiter, Playboy, das ist alles nur für Männer und Frauen werden eigentlich nur als Sexobjekte genutzt, es geht gar nicht um die weibliche Lust, etc., etc. So, und daraus entsteht dann natürlich so ein Gedanke von, das muss alles weg. Genau. So, also, ja, und jetzt sind wir, also davon gibt es natürlich nach wie vor Überbleibsel, vielleicht auch in anderen Kulturen ist es nach wie vor sehr so und vielleicht ist es noch schlimmer, als es hier jemals war und gleichzeitig hat sich auch viel verändert, so, gerade was Sexualität angeht und das ist der Grund, weshalb ich das mittlerweile etwas kritisch sehe, wenn wir nach wie vor sagen, alles, was irgendwie Richtung erotisches Material von Frauen, also Darstellungen von Frauen, Aktfotografie, bla bla bla, all diese Themen sind nur für Männer. Das kann man so eigentlich nicht mehr sagen, sondern da müssen wir uns jeden Fall einzeln anschauen. So. Und das war ja, glaube ich, auch das, was ich dir bei dem Gespräch darüber damals gesagt hatte, dass es halt immer auf das Individuum ankommt. Also sicherlich gibt es diese Frauen, die das aus den falschen Gründen machen, sage ich jetzt mal, die nicht wirklich bewusst wissen, warum mache ich diese Art von Fotos? Was bringt mich dazu? Was ist meine Motivation dahinter? Und wo es wirklich darum geht, irgendwie ich möchte eine bestimmte Art von Aufmerksamkeit damit oder ich versuche damit etwas zu kompensieren. Und gleichzeitig gibt es auch ganz, ganz viele Frauen, die das einfach machen, weil sie unglaublich viel Spaß daran haben, weil es ihnen gut tut, weil sie dadurch in Kontakt gehen können mit ihrer sinnlichen Seite, weil es für sie total schön und selbstermächtigend ist, sich selbst auf diese Art zu sehen und das auch zu teilen. So. Und das ist ja auch feministisch, wenn man sich das so genau anschaut. Also wir haben ja auch eine Podcast-Kollegin, die TJ, die den Podcast. Du willst mir mein Spielzeug hier wegnehmen? Ja, ne? Es klackt als. Es klackt als. Ich hab, wir machen Podcast. Wir machen hier Podcast. Ich habe die ganze Zeit übrigens ein Multitool in der Hand und spiele damit rum, weil ich muss immer was zum. Okay, ich nehme mein Handy in die Hand und spiele mit die Handyhülle drauf und drunter. Ich wollte dich nicht rausbringen. Ich wollte sie einfach still abnehmen. Alles gut. Wir können ja auch zurück ins Thema gehen. Der Podcast. Jetzt bin ich raus. Von TJ. Ja. Von TJ. Breaking the Frame. Breaking the Frame. Und die ja auch sagt, ich bin ganz klar Feministin. Und ich mache aber auch in meiner Freizeit erotische Fotografie. Als Modell. Genau. So. Ja. Und für sie schließt sich das überhaupt nicht aus. Ja, es wäre ja auch verheerend, wenn Feminismus bedeuten würde, weibliche Sexualität soll weg. So. Also, und das ist halt das Ding. Also, diese Strömung gibt es ja ein bisschen, die weibliche Sexualität versucht, auf eine ganz bestimmte Ebene zu heben und alles weitere, was in irgendeiner Art und Weise auch damit zu tun haben könnte, dass man damit eventuell Männern gefallen will, ist böse und unfeministisch. Und das sehe ich halt kritisch, weil das einfach auch für mich keinen Sinn ergibt. So, also auf was für eine Ebene, wenn ich da jetzt mal nochmal nachfragen, auf was für eine Ebene wollen die heben, die weibliche Sexualität? Na, ich kenne das häufig, dass sowas dann auch ein bisschen wie so Tantra-Strömungen hat, nicht zwingend, aber beispielsweise, dass es so darum geht, dass weibliche Sexualität etwas wie so Erhabenes ist, was so für sich steht und wo es nur darum geht, kümmere dich als Frau um deine eigene Befriedigung und tu nichts jemals irgendwie für den Mann, weil das ist quasi unter dir sozusagen. Und ein Mann, der bestimmte Sachen von dir möchte, der objektifiziert dich und das ist ganz, ganz toxisch. Und da kriegen wir dann ganz andere Probleme auf der Ebene von Sexualität, ne? Also da sind wir dann in meinem Bereich, aber da geht es dann zum Beispiel auch drum, irgendwie, wenn es um BDSM und Kink geht,
dass gesagt wird, Frauen, die diese submissive Rolle mögen, die sind gebrainwashed vom Patriarchat, das zu erotisieren, und eigentlich wollen die das gar nicht, sie wissen es noch nicht. Und das finde ich super schwierig, weil wir damit Frauen halt völlig absprechen, zu wissen, was sie mögen. So. Und vor allen Dingen ist das ja auch nicht inkludierend, weil ich meine, wo bleiben wir als Mann? Dann bist du ja im Prinzip als Mann ausgeschlossen von Sexualität, und das kann ja nicht sozusagen Wille der Natur sein. Ja, und da kriegen wir dann eben auch wirklich andere Probleme. Also das ist auch was ich ganz oft sage, dass es Teil von gesunder Sexualität ist, dass wir uns selbst objektifizieren können zu einem bestimmten Anteil. Und weibliche Sexualität ist narzisstisch. So, noch mehr als die männliche. Und da kommen wir jetzt eigentlich auch zu diesem Thema von, warum haben so viele Frauen auch Lust auf Aktfotografie und wollen gerne solche Bilder von sich haben. So, und das ist was ich ganz, ganz wichtig finde, dass wir aufhören zu sagen, wenn du damit Männern gefallen möchtest, ist das inhärent falsch. Das finde ich eine ganz gefährliche Schlussfolgerung. Also es ist eine Gratwanderung. Natürlich müssen wir alle aufpassen, dass wir nicht nur dafür leben, Anerkennung von anderen Menschen oder vom anderen Geschlecht zu bekommen. Ja. Das gilt für Männer ja genauso. Wenn du als Mann nur arbeitest und versuchst, irgendwie erfolgreich zu sein, um Frauen abzukriegen, ist auch nicht gut. Ja. So, natürlich nicht. Und dennoch haben wir alle solche Motivationen. Das gehört zu uns dazu. Das ist vielleicht das, was du sagst, wenn du irgendwie meinst, das ist ja nicht Wille der Natur. Also natürlich tun wir auch Dinge, um attraktiv zu sein für die Menschen, die wir anziehen wollen. Wir gockeln und, also. Ja, alle. Ist ja auch in Ordnung. Ja. So, solange es in einem Rahmen ist und solange wir das bewusst machen, das ist halt der wichtige Punkt. Es muss uns halt klar sein, ja, das mache ich jetzt gerade. Ich ziehe dieses Kleid an, weil ich Lust habe, Aufmerksamkeit zu bekommen. So, und ich genieße die Blicke und die Bestätigung, weil das zum Menschsein ein Stück weit dazugehört. Ne? Dass wir diese Form von Bestätigung möchten. Wir sind soziale Wesen und wir sind erotische Wesen und wir möchten eine bestimmte Resonanz erzeugen. Und bei Frauen ist eben dieser sexuelle Narzissmus, das nennt Esther Perel auch so, das ist meine Lieblingssexualtherapeutin, die spricht da ganz viel drüber, dass das bei Frauen so eine große Rolle spielt. Sie wollen selbst das Turn-on sein. Also sie wollen begehrt werden, sie wollen der Auslöser sein für die Erregung der anderen Person beispielsweise. So. Und das, finde ich, zeigt sich ganz, ganz viel auch in diesem Thema von Aktfotografie. Und da geht es nicht darum, dass das Ziel ist, ich will Fotos von mir haben, die jeden Mann im Zweifel erregen, der die sieht, sondern es geht darum, dass ich sehe, dass ich auf diese Art abgebildet werden kann, dass ich mich auf diese Art sehen kann. Also das ist ja auch was Frauen ganz häufig machen, nur für sich. Ihr kennt das sicherlich oft, diese Anfragen von, ich will mal so ein Shooting machen. Vielleicht sind die Bilder dann auch welche, die man dem Partner zeigen will. Aber viele Frauen machen das ja wirklich für sich. Einfach, um für sich mal solche Bilder zu haben. So. Das ist übrigens das ist schon die halbe Antwort auf die Frage, die ich mir öfter mal stelle. Also das ist wirklich ernsthaft jetzt gemeint. Du zeigst jemandem ein Bild, das muss noch nicht mal irgendwie eine erotische Aufnahme sein. Du bist mitten im Shooting, dann zeigst du ein Bild, das kann ein Porträt sein, und das Model, die, ich sag jetzt mal per Definition, erstmal hübsch ist und so, sagt so, ey, sieht geil aus. Und dann denke ich mal so, was geht dir eigentlich jetzt gerade durch den Kopf, wenn du sowas sagst? Ja, also jetzt mal ernsthaft gefragt. Also wenn sie sich selbst auf diesem Bild so gefällt, oder was genau, wenn sie sich selber gefällt und sagt so, boah, ist das schön, also bin ich schön. Wie gesagt, das muss noch nicht mal erotisch sein. Wenn es erotisch ist, dann wird sozusagen das Ganze etwas potenziert, scheinbar. Ja, aber ich als Mann, ich habe noch nie mir ein Bild von mir angeguckt und habe gedacht so, geiler Typ. Also Also, weißt du, was ich meine? Also, habe ich noch nie gehabt, aber du wirst es mir wahrscheinlich jetzt hoffentlich mal erklären können, was geht da in deinem Kopf vor, wenn du das sagst. Ich glaube, für viele Frauen, also es kommt natürlich darauf an, wie häufig die solche Bilder von sich schon gesehen haben. Ihr kennt das vielleicht auch, wenn Frauen noch nie so vor der Kamera standen und dann auf einmal so ein Bild von sich sehen, dann ist das nochmal eine andere Reaktion. Völlig mindblowing. Wow, was? Das bin ich. Was ich persönlich auch super schön finde.
Und also für euch sicherlich ja auch. Ne? Das ist ja ein richtiges Geschenk, dass ihr da einen Menschen damit macht. Und ich finde das total spannend, weil da natürlich kann man da auch wieder sagen, spielt die Sozialisierung damit rein, dass wir Frauen eben damit aufwachsen, dass unser Aussehen scheinbar sehr wichtig ist. So. Mhm. Darüber haben wir, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge, als ich hier war, auch schon gesprochen, dass das einfach was ist, was Frauen von klein auf irgendwie lernen und verstehen. Wie ich aussehe, scheint eine Relevanz zu haben. Ja. So, und dann schlagen sich Frauen die ganze Zeit zu einem anderen Ausmaß als Männer. Damit herum, wie sie aussehen, wie attraktiv sie sind und ob sie bestimmten Standards entsprechen können oder nicht. Frauen sind in der Regel dann auch wirklich ihr größter Feind, wenn es darum geht, das eigene Aussehen zu bewerten. So, also wie fies Frauen zu sich selbst sind, der Blick in den Spiegel, das, das ist auch wirklich ganz, ganz übel. Also Sprichwort Stichwort Bildauswahl, du hast zwei Bilder, die sind fast gleich. Und die, bei dem einen Bild sagt die das Modell so mega und das andere, boah, da sehe ich aus wie ein Elefant. Und denkst so, what? Was? Ja, sie sieht alles. Der Scannerblick läuft über das Bild und sie so, Falte, nein, mein Bauch, Nase, okay, geht gar nicht. genau. Und deshalb ist meine Theorie so ein bisschen, wenn es diesen Moment gibt von, oh, da ist ein Bild und da gefalle ich mir einfach drauf, ohne Wenn und Aber, da finde ich jetzt auch nichts, woran ich mich aufhängen muss, sondern das ist einfach ein Bild, wo ich mir richtig gut gefalle. Ja. Ich glaube, in dem Moment ist es auch eine Form von Erleichterung, dass es das gibt. Dass ich mir wirklich einfach mal gefallen kann. Ja. Also, dass ich nicht da stehe und denke, ja, ganz schön, aber wenn das noch anders wäre oder ich hasse einfach meine Augenbrauen. Also was auch immer es dann ist. Ne? Und das ist, glaube ich, weshalb Frauen in so einem Moment dann so geflasht sind, weil wir das einfach sehr selten haben. Diese Momente von, da bin ich wirklich total happy mit mir. So. Mir fällt da übrigens ein Bild von dir ein, was ein Kollege von uns von dir gemacht hat. Da hatten wir, glaube ich, auch mal kurz drüber gesprochen. Da sitzt du auf der Straße beziehungsweise auf dem Bordstein. Das Mallorca-Bild mit der Zigarette. Das Mallorca-Bild, obwohl du gar nicht rauchst. Ja, das muss man ja auch mal so sagen. Nein, ich halte die nur, wenn die Fotografen das unbedingt wollen. Ja. Soll vorkommen. Ja. genau. Nee, das fällt mir gerade ein. Das wäre vielleicht, wenn du nicht... Ah nee, ich frage dich jetzt lieber nicht öffentlich. Was? Nee, ob mich da was stört an dem Bild? Stört dich da was an dem Bild? Und wenn nein, könnten wir das für unsere Podcast-Folge als Titelbild für unser Instagram haben? Ihr könnt das gerne als Titelbild nehmen. Ich mag dieses Bild richtig gerne. Okay. Ja. Gut. Und da gibt es auch nichts dran. Also es ist wirklich so, dass das zum Beispiel jetzt so ein Fall ist von einem Bild, wo du sagst, so, jo. Das ist ich mag das richtig gerne. Ja. Jetzt kommt das Aber. Jetzt geht's los. Frauen. Sag's euch, ich bin auch nicht frei davon. Es ist einfach ein Fluch. Das Bild hängt ja in meiner Küche. Ist das Witzige. Ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon erwähnt habe. Der Alex hat mir das ja damals groß ausgedrückt und zugeschickt. Und ich dachte, oh Gott, was mache ich damit? Das ist total narzisstisch. Und dann dachte ich so, ja, aber ist ja auch in Ordnung. Und habe es in meine Küche gehängt. Was ich tatsächlich, ehrlicher gesagt, nie gemacht hätte, wenn das Bild irgendwie so ein Close-up von meinem Gesicht gewesen wäre. Mhm. Oder ein Bild, was ich mir sonst nie aufhängen würde, wenn ich das nicht wäre. Aber ich mag einfach wirklich dieses Bild. Und ich sehe das Bild also sehr, sehr oft. Und ich habe dann Dinge gefunden irgendwann. Und dann wusste ich, okay, Antonia, jetzt musst du aufhören. Musst du arbeiten. Musst du wirklich einfach aufhören. Und das ist was Frauen einfach lernen müssen. So, wir müssen einen anderen Blick auf uns selbst entwickeln. So. Und wir müssen lernen, diese Stimme, die dann gib uns genug Zeit und wir finden etwas. Ja. Die Stimme müssen wir einfach an die Leine nehmen und dann, sobald es losgeht, sagen, nee, danke. Du gewinnst heute nicht. Hast jetzt genug getan. Ich brauche das jetzt nicht. So. Also, genau. Fazit, ich liebe dieses Bild nach wie vor und ihr könnt es gerne nehmen als Titel. Sehr gut. Haben wir es auch mal öffentlich hier besprochen. Ja, aber es ist, ich finde es interessant. Also wie gesagt, ich habe mich schon öfter mal gefragt, ich habe auch die Leute mal gefragt, so, ey, was denkst du denn dann, wenn du sowas sagst? So, dann sage ich einfach, ja, ich gefall mir einfach. So. Ich meine, man muss das ja auch nicht zu Tode reflektieren. So ist auch schon klar. Ne? Ja. Aber es ist so der Gedanke, den du jetzt gerade gesagt hast, so, dass da auch ein Stück weit Erleichterung dabei ist. Ja, weil ich glaube, da kann ich für viele Frauen sprechen, dass das einfach
nicht so oft vorkommt, dass man sich so ausnahmslos gefällt auf einem Bild, in einem Moment, im Spiegel, was auch immer. Oh. Mhm. Interessant. Ja. Wenn wir jetzt mal davon, wenn wir jetzt noch mal mehr in das Thema reingehen, warum, also gerade jetzt wegen Akt, ne? Warum machen Modelle, also warum wollen Frauen Aktbilder von sich haben? Ich meine, es gibt auch Männer, aber zum deutlich kleineren Teil. Ja. Warum wollen Frauen Aktbilder von sich haben? Also da geht es ja erstmal darum, es gibt verschiedene Formen von Aktfotografie, so darüber spricht ihr ja auch immer wieder. Mhm. Bezieht sich die Frage jetzt auf wirklich erotische Aktfotografie oder meinst du eher die Art von Aktfotografie, die sehr künstlerisch sein soll und gar nicht wirklich sexy sinnlich? Wir können ja mal, wir können in beides reingehen. Also ja. Also ich habe das Gefühl, Frauen, die Lust haben auf diese künstlerische Aktfotografie, da ist einfach ein kreativer Ansatz dahinter. Die haben, glaube ich, und so geht mir das auch, diese Art von Fotografie, da hat man einfach Lust drauf, wenn man so einen wenn man so einen inneren Drive hat, den eigenen Körper ein bisschen wie ein Kunstobjekt zu nutzen und zu schauen, was kann ich damit machen. Das ist fast schon auch so ein bisschen Neugier und ein bisschen so einen sich lösen von den Ansprüchen von Ästhetik und das soll jetzt irgendwie erotisch aussehen, sondern es soll was anderes verkörpern. Ich versuche da vielleicht in eine bestimmte Emotion zu gehen oder ich will damit was ausdrücken oder ich möchte wirklich meinen Körper einfach mal ganz anders sehen. Mhm. Oh, also ich da find, geht es dann, glaube ich, auch nicht so um dieses Phänomen von sich selbst so erotisch sehen. Das Spannende ist aber doch dabei, dass gerade was das Künstlerische angeht, ja von jedem seiner Ästhetik selbst bestimmt wird. Ja, weil ich erlebe es natürlich auch, dass zum Beispiel für mich gibt es bestimmte Aufnahmebereiche oder beziehungsweise Aufnahmen, die ich jetzt zum Beispiel nicht als künstlerische Aktfotografie definieren würde, wo jemand anderes sagt, das finde ich, das ist Kunst. Ne? Also für mich zum Beispiel ist auch, wir hatten vorhin mal kurz über BDSM oder diese Bondage-Sachen vielleicht auch irgendwie sowas in der Richtung gesprochen. Ne? Das ist, also Bondage zum Beispiel wird von vielen als Kunst beschrieben. Ich für mich habe das noch nicht meinst verstanden. Meinst du jetzt Shibari, also diese Fesselkunst mit Seilen? Ja, sowas zum Beispiel, ja, genau. Ja, das habe ich für mich noch nicht so als Kunst verstanden. Na, das, ja, ich habe aber auch noch nicht so viele Berührungspunkte dazu gehabt. Genau. Na, und deswegen, aber das finde ich ja so spannend, dass das halt trotzdem ja jeder für sich auch als Kunst unterschiedlich definiert, vielleicht auch teilweise ein bisschen dann mit rausredet, ja? dass das vielleicht doch eigentlich auch eher eine sexuelle Komponente hat. Kunst als Ausrede. Ja. deswegen, ich bin trotzdem voll bei dir. Ja. Ja. Aber ich habe natürlich auch schon alles erlebt, dass, wie gesagt, auch, dass gern mal, wie gesagt, Kunst als Ausrede genommen wird. Ja, ja, auf jeden Fall. Na klar. Ja. Wo mich dann schon manchmal frage, so generell, was hat, also inwieweit da Fotografie und Sexualität miteinander verknüpft ist, im Allgemeinen oder ob das halt einfach jeder für sich selber definiert. Ich finde es voll den wichtigen und interessanten Punkt, weil das, also dieses Kunst als Ausrede verwenden für eine bestimmte Art von Fotografie, das wäre ja nicht notwendig, wenn es sich nicht so ein bisschen verpönt oder falsch oder nach einem niederen Grund anfühlen würde, zu sagen, ich mache das, weil ich das erotisch finde. So, und eigentlich läuft also alles wieder auf die Stigmatisierung und Tabuisierung von Sexualität hinaus. So. Wäre das nicht an und für sich etwas, was sich immer noch so ein bisschen schmuddelig anfühlt, so ein bisschen nach einer nicht so guten Motivation hinter Dingen, die wir tun, dann wäre das ja gar nicht notwendig. Dann könnten wir einfach dazu stehen und sagen, ja, ich mag die Art von Fotografie, weil ich das erotisch finde, oder ja, ich möchte so fotografiert werden, weil ich will mich auf eine erotische Art und Weise sehen. Ich möchte mein sexuelles Wesen dadurch ausdrücken und ich möchte auch, dass das gesehen wird und gut gefunden wird. Punkt. Ja. So. Also so in meiner idealen Welt, wo Sexualität entstigmatisiert ist, ginge das einfach als Motivationsgrund und Menschen würden sagen, ah ja, cool, okay, viel Spaß.
So, so ist es aber noch nicht. Ne? Das ist und so. Ich glaube, das ist auch was, was dann bei vielen Frauen vielleicht dazu führt, dass sie dann versuchen, noch andere Gründe zu finden, außer ich möchte gerne mich schön und sexy fühlen und auch so gesehen werden, weil das klingt nach einem Grund, der dann vielleicht sogar unfeministisch klingt. Mhm. So, und dann habe ich das nächste Thema. Okay, das ist so, weißt du, woran mich das erinnert? Meine erste Berührung mit Fußball. Und zwar ist damals Karl-Heinz Rummenigge von München nach Mailand gewechselt für eine damals unfassbare Rekordsumme von, ich glaube, 2 Millionen Mark Ablösesumme. Und der hat in einem Interview gefaselt auf die Frage, ob es nicht nur um Geld geht. Nee, es geht darum, neue Erfahrungen zu sammeln, bla 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 bla. Nee, hätte er damals gesagt, ja klar, hey, Geld stinkt nicht. Ey, du würdest es doch auch nehmen, wäre es eine ehrliche Sache gewesen. Mhm. Ja, und manche Menschen hätten ihn dafür mehr respektiert, würde ich mal annehmen. Wahrscheinlich. Ja, gut, das war damals auch nicht der Zeitgeist. Das war es, glaube ich. Ja, und es ist immer noch nicht der Zeitgeist, dazu zu stehen, dass man einfach erotische Bilder von sich will, weil das der Grund ist. Das ist genauso. Also scheinbar ist bei Geld ist es auch so, ne? Wenn die Leute mal einfach mal sagen würden, so, ja, ich gehe montags morgens zur Arbeit, weil ich Geld verdienen will, ja, dann wäre auch manchen schon mal vielleicht auch mal geholfen. Also eine gewisse Ehrlichkeit in allen Dingen und auch in der Erotik oder in der Sexualität, das wäre ja mal schon mal eine Maßnahme. Gibt es da eine Parallelität? Auf jeden Fall. Gibt es da eine Parallelität mit OnlyFans in unserer Branche, in unserer Fotografie-Szene? Oh, jetzt machen wir ein Fass auf. Aber was genau meinst du damit? Also. Ja, also wegen auch da gibt es, ich meine, das kann ja jeder für sich definieren. Und ich habe natürlich auch, ich habe auch schon Fotografen da gesehen, ne, auf OnlyFans oder ähnlich, also die das betreiben zumindest. Mhm. Und was ich zum Beispiel, bevor es OnlyFans gab, habe ich zum Beispiel bei Patreon auch, bin ich manchmal Fotografen gefolgt, die dann da ihre Aktfotografien gezeigt haben und dann auch eine Paywall davor gepackt haben. Einfach, ne, weil wo ich wusste, ey, der macht inspirierende Bilder, den bezahle ich jetzt mal für einen Monat und guck mir das mal an. So. Ja. Yeah. Und es ist natürlich durch OnlyFans ist das ja noch mal ein bisschen verschmuddelt worden. Ja, also es ist auch, also ich meine, das ist auch, ja, es ist auch viel banaler mittlerweile. Also es ist ja einfach auch klar, dass man damit, also man hat gelernt, damit Geld, dass man damit sehr viel Geld verdienen kann. Ja. Yeah. Mhm. Und das auch mit wirklich ganz banalen Mitteln. So, also einfach das Handy zu nehmen, dass da jetzt keine Idee mehr, kein Fotograf oder sonst irgendwas gebraucht wird. Ne? Mhm. Und das bekommen wir ja jetzt in der heutigen Zeit dann eher mal mit als Fotograf, dass wir natürlich dann irgendwelchen Modellen folgen oder mit denen schon zusammengearbeitet haben, die das dann irgendwie noch betreiben, ob die das dann in welchem Ausmaß die das machen, ob die es wirklich sagen, ich habe hier einen künstlerischen Anspruch und ich zeige auch nur künstlerische Aktfotografie oder ob sie dann wirklich einfach nur das Handy nehmen und mit in die Dusche nehmen, das ist dann wieder ja was jeder für sich selber definiert. Das müssen wir aber, Timo, genau das ist aber der Punkt, wo wir unterscheiden müssen. Es gibt die einen, die auf, ich spreche jetzt nur von der Plattform OnlyFans, weil Patreon und so weiter gelten ja eher mal als Plattform, wo Kunst gezeigt wird, was auch immer dieses große Wort jetzt heißt. Es gibt auf OnlyFans gibt es natürlich auch Leute, die ihre künstlerischen Bilder da zeigen, sagen, hier, du kannst mich abonnieren für 15 Euro im Monat oder whatever und dann kannst du hier meine Bilder angucken. Ne? So, die dann von mir als Kunst oder definiert sind. Und dann gibt es die Leute, die ganz klar, ich würde sagen, eine sexuelle Dienstleistung anbieten und sagen, ich kommuniziere mit meinen Kunden, ja, und schreibe mit denen und wenn jemand was und mache ich, Content nach ihren Wünschen beispielsweise. Genau, mache Content nach deren Wünschen. Das heißt, irgendwie möchte jemand morgen früh zum Frühstück irgendwie ein Nacktbild von mir haben, wie ich gerade irgendwie im Bett liege. Dann kriegt er das für was weiß ich, für einen Huni oder was weiß ich, was weiß ich. Ne? Und das ist dann wiederum
eine Dienstleistung. Und da habe ich die Befürchtung, dass diese Leute nicht ehrlich zu sich selber sind. Die das machen? Die das machen. Die nicht sehen, hundertprozentig sehen, was sie machen. Es kann sein, dass wir wirklich einen neuen Begriff dafür finden müssen, für dieses OnlyFans Girl oder Creator, ja. Ja gut, ich glaube, dass Männer gibt es ja auch genauso. Ich würde das jetzt nicht pauschalisieren, weil ich glaube schon, dass die das, manche das schon sehr bewusst wissen. Ja, vielleicht ich glaube auch, das ist sehr individuell. Ne, dass das die Kommunikation vielleicht nicht immer da auch, nicht immer auch vielleicht immer ehrlich ist, ja, weil sie wissen, dass sie dann vielleicht sich selber in eine Schublade stecken, trotzdem bewusst ist, was sie da machen. Die Gefahr, die ich eher sehe, es gibt halt, dass es welche, die sich halt dann dazu verleiten lassen und dann immer wieder die Grenzen neu verschieben, ja, für Geld. Ja, einfach weil dann da auch wirklich, also da reden wir wirklich von, wir können das ja insoweit sagen, wir haben es leider nie geschafft, noch jemand, also jemanden, der das professionell, also insoweit professionell so betreibt, dass die das davon leben, in unserem Podcast zu bekommen. Wir haben aber schon diverse da mal drüber mit denen schon mal Vorgespräche gehabt. Ja. Und unter anderem sind dann auch schon mal Geldsummen gefallen, wo mir die Kinnlade bis sonst wohin gefallen ist. Ja. Ja, wo ich dann natürlich schon verstehen kann, wie einfach, also wie schwer dann auch so eine Entscheidung durch Geld gemacht wird. Ja, weil eben da sehr verlockend. Ja, also ich meine, wir reden davon fünfstelligen Summen teilweise im Monat. Monat. Genau. Ja. Ja. Na? Moment mal. Ja. Ja. Und und das ist dann schon sowas, wo ich dann. Ja, genau. Und das ist dann schon so, dass da das macht was ja natürlich mit einem. Na? Ja. Und an diesem ganzen Thema nicht nur OnlyFans, sondern insgesamt, also es ist ja eine Form von Sexwork, so, über die wir dann sprechen. Ja. Und bei Sexwork scheiden sich zum Beispiel total die Geister, was Feminismus angeht. Ne? Da gibt es eben ganz extrem diese zwei Lager im Feminismus. Menschen, die halt sagen, es ist total feministisch, dass Frauen sowas selbstermächtigt machen dürfen. Es ist sogar besonders feministisch, weil wenn ich als Frau da Lust drauf habe, dann sollte ich auf gar keinen Fall durch irgendwas davon zurückgehalten werden, wenn ich, um Geld zu verdienen, meine Sexualität nutzen will, ist das mein gutes Recht, das darf auf keinen Fall irgendwie stigmatisiert werden. So, das ist die eine Ecke, und die andere Ecke sind dann, sagt man auch Swerves dazu, also Sexwork exkludierende radikale FeministInnen, so. Ja. Dafür steht diese Abkürzung. Und das ist eben die Strömung, die sagt, Sexwork ist inhärent unfeministisch, weil Frauen da sexuell ausgebeutet werden oder sich selbst ausbeuten. Auch die Frauen, die behaupten, sie würden das selbstermächtigt und freiwillig tun, die können das gar nicht wirklich wissen, weil sie sind vom Patriarchat gebrainwashed zu denken, dass das wirklich ist, was sie wollen, aber eigentlich so. Und diese Lager bewegen sich. Ja. Aber was denkst du denn? Also, also ich bin der Meinung, dass es beide Lager aus gutem Grund gibt, weil es beide Lebensrealitäten gibt. Es gibt viele Frauen, die Sexwork machen, und da rede ich jetzt nicht von OnlyFans, sondern von anderen Formen von Sexwork. Ja. Da gibt es nach wie vor leider hohe, hohe Zahlen von Frauen, die da aus Notlagen, finanziellen Notlagen reinrutschen, die da vielleicht wirklich aus auch toxischen Umfelden reingeschoben werden, reingezwungen werden, Richtung Menschenhandel und so weiter und so fort. Und das sind natürlich Themen, die wir uns anschauen müssen, wo Dinge gemacht werden müssen, wo es darum geht, Frauen aus solchen Situationen zu befreien und das nicht zu normalisieren, so wie es bisher auch eher ist. Und ich glaube, es gibt diese Frauen dazwischen, die eigentlich nicht dazu gezwungen werden, die das aber trotzdem auf eine unbewusste Art machen, die kein Gefühl haben für ihre eigenen Grenzen, sondern die einfach gelernt haben, dass das funktioniert und sich darin so ein bisschen verlieren, dass es funktioniert. Und das sind dann häufig die Frauen, die dann ein paar Jahre später aussteigen, wenn sie das Gefühl haben, das hat mich kaputt gemacht. Und dann sich so aussprechen und sagen, das sollte komplett verboten werden, denn es macht Frauen kaputt. Es ist inhärent falsch, es ist Ausbeutung, es ist toxisch. So, und dann bin ich persönlich aber auch davon überzeugt, dass es auch Frauen gibt,
die das auf eine selbstermächtigte Art ausleben, die Spaß daran haben, die ein gutes Gefühl für ihre eigenen Grenzen haben, die genau spüren, ja, das wäre jetzt ein verlockender Geldbetrag, aber es wird mir nicht gut damit gehen, wenn ich das mache, also lehne ich ab. So, und ich mache das auf eine Art und Weise, die mir gefällt, die in meinem Rahmen ist, wo ich danach kein Thema damit habe, dass ich jetzt eigene Grenzen übergangen habe. So. Und das ist das Dilemma, in dem wir uns meiner Meinung nach befinden, dass es all diese Lebensrealitäten gibt und es gibt keine klare, pauschale Antwort auf, ist Sexwork feministisch oder unfeministisch, meiner Meinung nach. Sondern man muss sich immer den Einzelfall anschauen, wovon genau sprechen wir, was für eine Person haben wir da vor uns. Und ich finde es aber sehr wichtig, dass wir Frauen grundsätzlich zutrauen, zu spüren, was sie wollen und was nicht. Dennoch gibt es nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Also es ist einfach, in der Gesellschaft gibt es Menschen, die sich selbst und ihre eigenen Grenzen nicht so gut spüren. Und da müssen wir eigentlich ansetzen. Ich meine, das ist ja auch die andere Seite, ist ja auch, dass es ja genauso in dem, unter den Männern oder Konsumenten in dem Fall dann auch Leute gibt, die da sich verschulden durch solche Geschichten. Ja. Ne? Also die da wirklich ihr komplettes Einkommen reinpulvern und das ist dann aber da auch eine gewisse Kontrolle verlieren. Genau. Ja, gut, das Suchtverhalten ist aber auf beiden Seiten da. Ja, also wenn du halt unglaublich viel Geld davon bekommst, dass du eben was beziehungsweise deine Grenzen verschiebst, dann hat es ja auch eine gewisse, oder also ich meine, du bist die Psychologin. Ja, ich weiß nicht, ob Suchtverhalten da der richtige Begriff ist, aber ich weiß total, was du meinst. Also letztendlich geht es ja darum, dass wir nicht mehr wirklich kontrolliert handeln, sondern dass wir uns von Impulsen verleiten lassen, Dinge zu tun, die eigentlich nicht gut für uns sind. So, und das gibt's auf beiden Seiten. Ist das, mir ist gerade ein Gedanke gekommen, ist das vielleicht so, diese Geschichte, OnlyFans, die ist ja noch relativ neu. Ne? Gibt es ja jetzt so seit eigentlich so Pandemiezeiten oder sowas, so die Richtung, da hat das auf jeden Fall sehr geboomt, ja. Da hat es richtig Fahrt aufgenommen sozusagen, ja. Und das heißt also, es ist immer noch relativ neu und ich kann mir vorstellen, ich glaube, wir reden da manchmal auch noch zu anekdotisch darüber. Ich kenne jemanden, der das und das macht und der hat kein Problem. Ne? Also, weißt du, so, mir kam die ganze, ich hatte einen Gedanken im Kopf und zwar, kennst du das so Leute, die mit dem Rauchen? Der eine hat gesagt, ja, mein Onkel, der ist 90 geworden, der hat jeden Tag irgendwie eine halbe Schachtel geraucht. War auch kein Problem für ihn. Ja, und eine Flasche Schnaps gesoffen oder sowas. Und dann der andere erzählt, so der andere ist so mit 25 Tagen gestorben. Ja, so, weißt du, so. Weißt du, was ich meine? Ja, so, man, das ist das Problem an so pauschalisierten Fragen. Ne? Ja. Dann fangen die Leute an, kramen ihren Erinnerungen und das ist natürlich keine Empirie. Und das ist dann, und das ist dann halt sehr anekdotisch. Genau. So, ich nenne es jetzt mal so, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Ja, also doch, würde ich schon sagen. Ja. Und ich meine, klar, wir, Timo und ich, wir haben unsere Anekdoten sozusagen abgespeichert. Wir kennen einige Leute, die auf OnlyFans sind und ich muss ehrlich sagen, dass ich die von dir als letztes beschriebenen Leute kenne, beziehungsweise nee, als zweites, also die Leute, die da reingehen, ohne so richtig zu wissen, was tue ich mir da eigentlich an? Und dann, und ich habe die Befürchtung, dass die irgendwann aufhören und dann sagen so, boah, das hat mich kaputt gemacht. Ne? So, ne? Also wie so ein radikaler Nichtraucher, der früher mal geraucht hat und dann alles verbannt, was irgendwie nach Rauch riechen könnte. So, ungefähr, weißt du, so. Ne? Und so will ich es mal so beschreiben, weil es vielleicht auch ein ganz gutes Bild ist. Das kann, also, und das vielleicht jetzt auch nochmal, weil ich das persönlich halt wichtig finde, das kann auch der eigenen Sexualität einen ganz schönen Hau geben. Ja. So, also das ist auch was, wo wir aufpassen müssen. Also ich kann Sexwork betreiben, ohne dass es irgendwelche negativen Auswirkungen auf meine eigene Sexualität, mein eigenes Sexleben, mein sexuelles Selbst unabhängig davon hat. Aber wenn ich da nicht aufpasse, kann es auch ganz schnell passieren, dass das so überschwappt. So. Das finde ich ein sehr guter Punkt. Und da würde ich auch, damit wir nicht zu sehr im OnlyFans-Ding wieder drin sind, weil sonst kriegen wir wieder Nachrichten, finde ich, passt aber sehr gut. Inwieweit das, also würde mich mal fragen, inwieweit kann denn das unsere Sexualität beeinflussen, wenn man zum Beispiel als Fotograf hauptsächlich nur Aktfotografie betreibt? Oh, jetzt machen wir das nächste Fass auf. Ja, sehr gut. Wow. Nee, ich finde das gut. Das wird natürlich auch wieder total individuell sein. Ne? Also ich glaube, es gibt Fotografen, für die ist Aktfotografie gar nicht erotisch. So, für die ist das, auch wenn die
erotische Bilder machen, sind die so konzentriert und mit dem Fotografieren und allem weiteren selbst beschäftigt und damit, dass das Modell sich wohlfühlt und der Vision, die sie im Blick haben, die sie versuchen zu, da ist überhaupt kein Raum dafür, dass das dann irgendwie ihre eigene Sexualität wirklich berührt. So. Und dann, glaube ich, kriegt man da auch überhaupt kein Thema. Anders ist es natürlich, wenn ich da schon irgendwie auch mit meiner eigenen Sinnlichkeit dann beteiligt bin und merke, das macht was mit mir und diese Art von Bildern. Und dann ist es einfach eine Frage, also das muss jeder bei sich selbst beobachten. Ich glaube, was eher passieren kann, ist dieses Thema mit, ich habe bestimmte Frauen, die ich immer wieder fotografiere. Und es gibt Forschung dazu, dass wir, also dass das, was wir erotisch anziehend finden, auch davon abhängt, was wir sehen und wie oft und so. Dann geht es dann los mit Social Media und dass es deshalb ein bisschen riskant ist, dass wir da bestimmte Körpertypen ganz viel sehen oder bestimmte Gesichter oder was auch immer und damit bestimmte Beauty-Standards eben uns so eingetrichtert werden, auf die unser System dann anspringt. Und dann wird es uns vermutlich schwerer fallen, Menschen, Körper etc. zu erotisieren, die nicht so aussehen. So. Ja. Und das ist was, was mir bei dieser Frage jetzt direkt einfällt, dass man vielleicht als Fotograf sich fragen darf, fängt das an zu beeinflussen, wie ich date, wen ich date, zu wem ich mich hingezogen fühle, kriege ich so einen übermäßig, vielleicht oberflächlichen Blick, vielleicht auch einen sehr kritischen Blick auf Frauenkörper beispielsweise, mit denen ich irgendwie dann eigentlich in Kontakt gehen möchte auf eine andere Art. Also der eigene Blick kann, glaube ich, dadurch verändert werden. Aber auch da. Der Bias wird sozusagen verändert. Genau, genau. Und auch da geht es um Bewusstsein oder halt nicht. Also wie bewusst ist mir das? Habe ich das mit im Blick? Überprüfe ich das immer mal für mich selbst? Vielleicht stelle ich fest, nö, hat keinen Einfluss, dann muss ich mir da auch keine Gedanken drüber machen. So. Aber wenn ich merke, ah, irgendwie scheint es was zu machen, dann gucken, wie man ein bisschen gegensteuern kann. Wie kann man dagegen steuern? indem man lernt, quasi mehrsprachig zu sein, was Erotik angeht. Also wenn unser einziger Kanal für Erregung ist das Visuelle, also ich brauche einen sehr, sehr attraktiven Körper, der genau bestimmten Standards entspricht, sonst passiert bei mir nichts, dann sind wir sozusagen monolingual, was Erotik angeht. So, und das ist was bei vielen Menschen irgendwann eine Rolle spielt, auch jetzt mal von der Fotografie oder so abgesehen, dass sie einfach beispielsweise mit einer Person zusammenkommen zu einem Zeitpunkt, wo beide jung und fit sind und dann irgendwann 10 Jahre später haben die Körper sich halt verändert. So. Und dann muss man lernen, diesen Körper auf andere Art, aus anderen Gründen heraus zu erotisieren. So. Und das ist eine Fähigkeit, so, die wir lernen können. Interessant. Gehört aber auch, jetzt auch wieder ein bisschen zurück zum Fotografen zu kommen, ne, falls man da selber jetzt irgendwie auch also da gehört ja auch eine gewisse Selbstreflexion noch erstmal dazu, um zu kapieren, warum mache ich das überhaupt? Ne? Also, na klar, weil man kann sich ja auch selber das schönreden. Ne? Ja. Ne? Also ich habe es ja auch schon leider, also es war gerade wirklich extrem, als ich dann, also die bin ich damit konfrontiert worden, als ich mit meiner Freundin zusammengekommen bin. Sie hatte zu dem Zeitpunkt nur gemodelt. Heute fotografiert sie hauptsächlich. Ja, und da wurde ich erstmal so ein bisschen vor so eine Realität auf einmal gestellt, die mir überhaupt nicht bewusst war und trotzdem kenne ich teilweise, also es geht darum, dass es teilweise Leute waren, mit denen sie Kontakt hat oder die ihr geschrieben haben, die ich persönlich kannte, ja, und ich dann auf einmal eine ganz andere Seite gesehen habe, wo ich denke, oh, okay, na, also ein konkretes Beispiel, ohne Namen zu nennen, ich habe eigentlich jemanden dann da gesehen, wo ich denke, den kennt man eigentlich nur, dass er gute Porträts macht und wollte aber irgendwie gerne noch zusätzlich Bilder machen mit Sexspielzeugen, ja, die nirgendwo auftauchen. Ja, wo ich dann halt natürlich, auch, da ist auch dann dieser Punkt, ne, weißt du, also selbst wenn jemand da konzentriert bei der Sache ist, ne, und eigentlich da in dem Moment vielleicht keinen Raum für Sexualität oder irgendeine Erotisierung aufkommt, kann er sich ja trotzdem mit dem Material, was er dann auf seiner Festplatte hat, einen Raum suchen, wo er das dann wieder ganz anders nutzt.
Genau. Ja. Ja, genau. Ne? Und was ich ja auch, also was ich halt eigentlich so, das ist so eine Schattenseite von der Fotografie-Szene, wo ich auch immer so ein bisschen denke, so, oh Gott, ja, genau, und durch solche Sachen werden wir dann halt auch schnell mal irgendwie als Fotograf in eine Schublade gesteckt. Ja? Die machen uns das Leben schwer. Ja. hatten wir in der vorletzten Folge ja schon drüber gesprochen. Mhm. Und ja, es ist einfach, also auch echt so ein Ding, ne, wo ich dann halt ja sage, also mir fällt es natürlich schwer, das zu akzeptieren irgendwie auch, weil ich versuche immer mit guten Beispielen heranzugehen und auch immer dieses Thema auch hier immer mal zu einfach aufzubringen, genauso wie OnlyFans, weil ich damit auch noch immer nicht ganz rund mit für mich irgendwie ist, das Thema, da, also mich damit zu identifizieren oder beziehungsweise damit, dass das einhergeht, ja, und ähnlich ist es halt eben auch da, ne, das ist, weil ich dann schon manchmal so ein bisschen enttäuscht bin, wo ich denke, wie kann jemand sein Talent so mit Füßen treten, auf der anderen Seite habe ich auch schon Modelle kennengelernt, die das in Ordnung fanden, also vor nicht allzu lang wurde zum Beispiel auch das Thema mal an mich getreten. Also es ging also es haben in kürzester Zeit, haben mir zwei Modelle davon erzählt, dass sie mit einem Fotografen geshootet haben, der ganz offen damit umgeht, dass er einen Fußfetisch hat. Ja, und das quasi dann auch nutzt, als Chance sieht. Ne, und auch das mit seiner Frau anscheinend auch sehr offen kommuniziert, ne, das als Chance sieht, quasi über die Fotografie auch Bilder für sein Fetisch zu bekommen. Ja. Mhm. Und da ist mir fast schlecht geworden, weil ich denke, wie soll das gehen? Und interessanterweise waren beide Modelle, mit denen ich gesprochen habe, waren da fein mit. Weil die hatten mit den Bildern gemacht und die fanden das okay. Ja. Wo ich denke, also für mich ist das in keinster Weise okay. Warum nicht? Ja, weil ich einfach. Weil ich, also ich meine, natürlich setze ich da schon voraus, dass er das gescheit kommuniziert. Na, das wird wahrscheinlich auch der Fall sein, warum das offen mitteilt, anscheinend scheint das ja zu funktionieren. Ich finde trotzdem, es ist halt immer so ein bisschen, damit wird halt eben auch dann schnell mal die Fotografen so im Allgemeinen durch solche Einzelfälle in eine Schublade geschoben. Na? Gesteckt, ja, wo ich einfach nicht rein möchte. Ich möchte nicht mit so jemandem verglichen werden. Ja. Ja. Und das finde ich dann immer schwierig, wenn er dann nämlich gerade dann auch noch mit nach außen tritt mit Bildern, die dann tatsächlich auch, ja, Porträts sind und Co. und wo man dann weiß, damit kann man sich dann schon identifizieren und das machen dann vielleicht auch seine Follower. Aber dahinter steckt so eine dunkle, was weiß ich, so ein irgendwas Verruchtes. Aber das eine hat doch mit den anderen gar nichts zu tun. Also ich meine, ich weiß, was du meinst, weil letztendlich, wenn das Falsche, oder sagen wir so, wenn das Modelle, wenn er Modelle anspricht, die damit überhaupt nicht mit klarkommen oder sowas, und die vielleicht so das erste, zweite Mal irgendwie überhaupt mal mit jemandem shooten, die kommen natürlich dann schnell auf den Trichter, so, oh Gott, was ist das für eine Szene, in die ich mich hier gerade reinbewege? Ja, ich meine gerade, wenn du mit so jemandem zum ersten Mal zusammen, also dein erster Fotograf quasi ist, bei dem du bist, dann ist das natürlich erstmal schon so... Schon scheiße. Ja. Kann man so sagen. Ich meine, ich habe es auch mal andersrum erlebt, dass ich habe mal ein Model gefragt... Das wollte ich eben auch noch mit reinbringen, genau. Erzähl das mal. Ja, ich habe mal ein Model auf einem Meetup angesprochen, beziehungsweise wir kamen irgendwie so ins Gespräch, ich habe die gar nicht angesprochen. Wir kamen so ins Gespräch und so und tralali tralala und ah ja, wie lange modelst du schon? Dann hat sie irgendwie gesagt, irgendwie ist unter einem Jahr, also knapp ein Jahr, irgendwie sowas und so und ach, ganz toll und es ist ja so viele tolle Begegnungen und so, dieses typische Gerede dann da, ne, was wir alle gerne hören, so, ne? Und dann sage ich ja, wie hast du damit angefangen? So, wie bist du so reingekommen? Weil ich das dann schon irgendwie ganz interessant fand. Und sie so, ja, ich habe, also mein erstes Shooting, das war dann so, wie hat sich nochmal ausgedrückt?
also das war zu einem bestimmten sexuellen Thema, also so irgendwie so BDSM-mäßiges, was weiß ich, keine Ahnung. Ne? Also sie hat da ihre Sexualität sozusagen, ein Fetisch-Shooting, genau. So, ein Fetisch-Shooting und so weiter, und da hat sie gemerkt, dass das so viel Spaß macht und dass das irgendwie so irgendwie ja ihrer Sexualität entspricht. Und fragte mich dann so 2-3 Sätze später nach einem Shooting. Und dann habe ich gesagt, so, also wenn es dir darum, es ging ihr offensichtlich, ich habe dann auch ihr Portfolio gesehen, es ging ihr offensichtlich nur darum, sich selber zu sexualisieren bei den Shootings. Ja, also irgendwie auf gut Deutsch aufzugeilen. Und da muss ich dann sagen, ich bin ein Fotograf, kein Sexualpartner. Mein Sexualpartner sitzt hier zu Hause, ja, und ist meine Frau, und das soll auch so bleiben, ja, und ich will nicht, auch nicht als passiver oder als inaktiver Teil sozusagen von einer sexuellen Handlung ein Teil sein. Das geht nicht an mich, das finde ich furchtbar. Ja. Und hab dann gesagt, nee, sorry, da bin ich komplett raus. Also und ich habe ja auch gesagt, du machst das offensichtlich aus in meinen Augen nicht mit den richtigen Voraussetzungen hier. Ja. Und das finde ich halt spannend, dass das jetzt bei beiden Szenarien die Schlussfolgerung war. Weil ich würde sagen, für mich sind das zwei Beispiele von super gut reflektiert, warum möchte ich Fotos machen? Ja. Dann auch selbstbewusst mutig genug gewesen, das dem Gegenüber vorher mitzuteilen und zu fragen, hey, hast du da unter den Umständen auch Lust drauf mit mir? Und dann hat das Gegenüber die Chance zu sagen, nein. Ja oder nein? Ja, nein? Ja, bei mir war es wirklich so, ich habe ja nachgefragt, warum sie das macht und so weiter. Wie sie da überhaupt hat dir nicht das, Also sie hat es mir nicht direkt auf die Nase gebunden, sondern ich habe gefragt, so, warum sie mit dem Shooten angefangen hat, und dann hat sie mir das erzählt und dann hat sie mich gefragt und dann habe ich gesagt, nee. Natürlich ist sie da ein Stück weit auch selber reflektiert, aber ich habe ihr dann gesagt, dass für meine Art der Fotografie, also ich will kein Sexualpartner von in irgendeiner Form sein. Ja. Nicht. Ja, und deshalb zeigt sich wieder, wie wichtig es ist, dass wir vorher drüber sprechen. Ne? Warum willst du diese Art von Bildern machen? Gerade wenn es vielleicht erotischere Bilder sein sollen oder Aktfotografie. Also dass man so auch als Fotograf vielleicht mal nach den Motivationen der anderen Person fragt, um dann abschätzen zu können, passt das zu meinen oder eben nicht. So, und dann ist es ja in Ordnung. Also ich finde es total wichtig, dass wir hier anerkennen, dass manche Menschen machen Fetisch-Shootings und wenn alle Beteiligten das vorher wissen, fein damit sind, Spaß daran haben, ist das völlig in Ordnung. Ja. So, aber das ist halt der wichtige Punkt. Es muss halt konsensuell sein, einvernehmlich sein, offen kommuniziert sein. So. Ja. Das Schwierige ist ab dem Zeitpunkt, wo eine Person da so sneaky versucht, noch was rauszuziehen, was eigentlich nicht Teil vom Deal war, und die andere Person dann währenddessen oder erst danach feststellt, hey, warte mal, also ich wollte irgendwie eine bestimmte Art von Bildern machen, aber ich wollte eigentlich nicht, dass das für dich jetzt auch noch auf diese Art erfüllend ist. So. Ja. Ja. Hat das eigentlich nur was mit Feminismus zu tun? Naja, ja gut, wir wollten schon? Ja, auch, aber natürlich haben wir da, wollten wir sowieso ein bisschen komplexer darüber sprechen. Ne? Natürlich. Spannend. Wieso? Nee, es ist, ich meine, natürlich, wir kommen ja auch immer häufiger auch, also umso häufiger wir diese Themen behandeln, stellen wir auch immer wieder mehr fest, dass wir das, im Endeffekt liegt das in unserer Hand, wie wir das für uns definieren. Ne? So, wie wir unsere Fotografie definieren und wo wir uns dann quasi auch mit einreihen oder nicht. Ne? Mhm. Ja. Und das kann natürlich auch mal passieren, dass wenn man dann zum Beispiel eben häufiger Akt fotografiert, dass man dann als Fotograf auch mal schneller in so eine Schublade gerät, und dann ist einfach die Frage, fühlt man sich mit dieser Schublade wohl? Na, man kann natürlich auch mal das ein bisschen aufdröseln und vielleicht auch ein bisschen aufklären, dass das nicht immer was Sexuelles hat, gerade die Aktfotografie. Mhm. Ja, trotzdem geht's dir, das hat ja auch schon so ein bisschen was, wie heißt nochmal der Begriff? Weiß nicht. Das hat schon was von
mir fällt ich bin jetzt auch sehr gespannt. Wie heißt das denn nochmal, wenn man quasi bei sich ist, insoweit, dass man auch akzeptiert, wie es ist? Wie heißt das denn nochmal? Verdammt nochmal. Es geht nicht um eine Reflexion, sondern es geht um Akzeptanz? Ja, auch eine Akzeptanz. Wie heißt denn dieser Begriff, verdammt? Jetzt liegt es mir auf der Zunge. Selbstakzeptanz? Meinst du sowas wie Authentizität? Nee. Das auch, aber es geht mit dem einher. Nochmal allumfassender. Authentisch? Nein. Mir fällt es gleich ein. Sollen wir Pause machen? Nee, alles gut. Mir fällt es gleich ein. Ach Mann. Aber ja. ich hab mal noch eine andere Sache, und zwar, beziehungsweise geht aber in diese Richtung. Wir hatten ja in der letzten Folge, nee, vorletzten Folge hatten wir ja mal so drüber gesprochen, und das war ja auch noch mal so ein bisschen eine Fragestellung an dich, an Antonia. Wir kriegen ja als Fotografen hier und da auch mal Sprüche so, ja du, ne, da mit deinen Mädels oder so, oder mit deinen nackten Weibern und so. Ich sag das jetzt mal alles so, wie es tatsächlich dann auch kommt. Und so. Und wir hatten dann ja auch besprochen, wie man da so vielleicht adäquat drauf reagieren kann. Ich hatte aber den Eindruck, dass wir aus der Folge rausgegangen sind, so nach dem Motto, naja, so hundertprozentig zufrieden sind wir mit der gefundenen Antwort jetzt eigentlich gar nicht so, sondern wir schließen jetzt hier mal ab, weil jetzt die Stunde vorbei ist, weil uns auch nicht mehr einfällt. Und da, da kommt mein Wort wieder. Ja. Vielleicht macht es dann einfach Sinn, auch sich in gewisser Weise mit Demut zu üben. Ja. In Demut zu üben. Ja, genau. Mhm. Aber was wäre denn für dich so mal... Also als Handwerkszeug mal so die richtige Vorgehensweise, oder ja, wie könnte man dem begegnen? So, du bist auf einer, stell dir vor, du bist auf einer Party, kommst auf einen Geburtstag, Hausparty, da stehen irgendwie 30 Leute und du wirst irgendwie vorgestellt. Drehen wir das mal um zu dir, drehen wir es mal um, so, ach hier, guck mal, Antonia, ach, die ist übrigens Model und so, ne? Und was weiß ich, und macht dann für Unterwäsche Werbung oder sowas. Ne? Also. Was wäre da so? Ich glaube, also ein bisschen schwierig, weil ich komme halt aus einer anderen Ecke. Ne? Also in der Regel kriege ich dann eher andere Fragen, was dieses sexualtherapeutische Thema angeht. Und ich habe halt auch kein, Patentrezept. Naja, also ich glaube eher, dass ich bin nicht so leicht zu beleidigen mit solchen Scherzen, weil ich es nicht zwangsläufig als Affront auffasse, wenn jemand Anspielungen auf meine Sexualität macht, aber das ist einfach mein eigener Standpunkt dazu. Dennoch kenne ich natürlich auch Aussagen, die dann unter der Gürtellinie sind, die sich für mich unangenehm und übergriffig anfühlen. So, und meinen Lieblingsvorgehen in solchen Situationen ist tatsächlich ein bisschen ähnlich wie das, was ich glaube, du, Stefan, in dieser Folge auch gesagt hattest. Also ich bin ein großer Fan von der Ich-stell-mich-so-ein-bisschen-dumm-Strategie. Und ich frage einfach wie so ein kleines Kind, warum? Solange bis die andere Person selbst drauf kommt, dass das unangemessen war. Mhm. Also beispielsweise jemand sagt irgendwie, ich zitiere jetzt nochmal aus eurer Folge, diese Frage von, sind die dann eigentlich immer nackt? So. Ja. Und dann fragst du einfach, wieso fragst du das? Naja, weil ich habe irgendwie diese Bilder gesehen und das sind ja schon oft irgendwie Nacktbilder, oder? Ja, wieso? Wieso willst du das wissen? Naja, weil, also man kann ja auch andere Bilder machen, also du machst halt solche Bilder. Ja, also was meinst du jetzt genau? Und dann so oft fragen, bis die Person letztendlich sich selbst entlarvt. So, und sagt, na, ich frage das, weil ich finde das irgendwie skandalös, oder ich frage das, weil ich als Fotograf würde dann irgendwie, und dann kommen wir an den richtigen Punkt. So. Ist das nicht irgendwie für dich dann auch erregend? Ist das nicht irgendwie so, und dann kannst du halt entscheiden, möchtest du da jetzt in ein Gespräch einsteigen oder nicht, aber du bist halt von dieser komischen Ebene weg. Also diese komische Ebene von so diese Locker-Room-Talk-Ebene, und das ist ja eigentlich das, was so anstrengend ist. Es ist ja was anderes, also ich nehme jetzt mal an für euch vielleicht auch nochmal als Rückfrage, ich finde, es ist was anderes, wenn jemand eine ernsthaft interessierte Nachfrage stellt und halt irgendwie sagt, hey,
Wie ist denn das mit der Aktfotografie? Also wieso, was reizt dich daran? Und ich kann mir das irgendwie gar nicht so richtig vorstellen. Mein Eindruck ist, du so und so, wie ist das denn? So. Mhm. Da hat man vielleicht dann auch Lust auf einen Austausch. Mhm. Ja. Die Lust hat man nicht unbedingt, wenn so ein flapsiger Kommentar kommt. Richtig. So. Und das ist so meine Strategie, um diese Ebene zu wechseln, dass ich einfach so oft wieso, warum, was meinst du, frage, bis die Person die Frage stellt, um die es eigentlich geht. So. Ja. Und dann können wir sprechen. Oder auch nicht. Oder ich kann ihn sozusagen dann ins Leere laufen lassen. Ja. Genau. Und das ist der zweite Punkt, der mir so als Gedanke kam, nachdem ich diese Folge gehört hatte. Mhm. Und ich glaube, da war, Timo, du warst da, glaube ich, dann auch irgendwann bei diesem Punkt von, man muss vielleicht auch aufhören, jeden Menschen dann bekehren zu wollen. Mhm. Und das ist auch was ich ganz oft merke, wenn es so um das Thema Sexualität geht. Wenn man sehr leidenschaftlich ist und man hat eine bestimmte Überzeugung bei einem Thema, man hat sich viel damit beschäftigt, dann hat man oft das Bedürfnis, dass alle Menschen das verstehen und einsehen und aufhören, da so komisch anders darüber zu reden. Und ich glaube, es ist für einen selbst total wichtig, dass man lernt, ganz schnell zu unterscheiden, wann es sich lohnt, da einzusteigen und Energie und Zeit zu investieren, um der Person das zu erklären, und wann es einfach vergebene Lebensmühe wäre. Ja. Und wir unsere Ressourcen lieber für was anderes verwenden. Und wenn ich direkt merke, okay, bei dem Mensch, was auch immer ich dem jetzt sage, das geht da rein, da raus, der hat seine komischen Überzeugungen, der hat gar keine Lust, wirklich zu hinterfragen, was er gerade gesagt hat. Genau, der will nur irgendwie austeilen, der will sich hier gerade so ein bisschen erheben, aufspielen, was auch immer. Dann muss ich da gar nicht erst anfangen zu diskutieren, weil das wird wahrscheinlich für mich nur frustrierend. Und dann fahre ich besser, indem ich das ganz schnell einfach eindämme. Da hat meine Frau immer einen super Spruch, die sagt immer auf Englisch dann, we can agree to disagree. Genau, ja, genau das. Ja, ja. Wir können uns darauf einigen, dass wir uns nicht einig sind. Genau. Ne, das kann man, das ist eigentlich auch ein guter Spruch, um da sauber rauszukommen. Ja, ich habe neulich mal von meinem Psychologen gehört, der hatte dann irgendwie gesagt, man kann auch solche ein Streit auch in auf eine emotionale Ebene heben, indem man einfach sagt, aber mich verletzt das. Mhm. Weil das kann niemand widersprechen, weil ich kann mir meine eigenen Gefühle nicht vorschreiben lassen von meinem Gegenüber. Genau. Ja, ja. Ist vielleicht auch eine Möglichkeit, zu sagen, so pass mal auf, das ist nicht okay und ich finde das verletzend, was du hier gerade sagst. Darüber diskutiere ich mit dir nicht drüber. Mhm. Ja, genau. Fertig. Ja. Ja. Finde ich auch eine gute Methode, ja. Na? Timo, hast du noch einen Gedanken? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das wieder nein, ich denke sowieso, ich meine, wir haben haben wir alles besprochen? Nee, aber genau. man wird da immer noch was zu finden. Und ich finde das auch, also ich meine gerade, also ich weiß gar nicht, ob wir das dir mal irgendwie auch wiedergespielt haben. Die Folge mit dir, die erste, wo wir dich da als Gast hatten, wo es auch um dieses Thema, was wir gesagt haben, diese Folge, Fotografie und Psychologie mit Antonella Lee. Das ist tatsächlich die 5. gehörte Folge von unseren über 100. 120? Wow. Ja. 120, 130? Irgendwie sowas. Das freut mich sehr. Ja. Cool. Eben weil das halt auch so ein beliebtes Thema ist oder vielleicht auch einfach auch konkret unter unseren Hörern. Na, also ich meine, wir versuchen das ja natürlich auch immer mit einzubringen und mit unserem hobbyphilosophischen und hobbypsychologischen Know-how das irgendwie auch mit einmal einzubringen, zumindest Gedankenanstöße zu geben. Aber gerade jetzt mit einem Profi zu sprechen, ist halt nochmal was ganz anderes. Na? Weil du ja noch auch einen ganz anderen, du hast das studiert, dann braucht man, das dauert, und das kostet auch sehr viel. Ja, deswegen, also sehr viel Energie und Zeit, die da auch schon reingeflossen ist, die wir gar nicht nachholen können so schnell, zumindest nicht in unserer Freizeit. Und
Es ist halt aber trotz alledem gerade in der People-Fotografie etwas, was halt natürlich immer mitschwingt, weil wir ja immer auch im Kontakt sind mit einer Person, also die uns einfach gegenübersteht, vor unserer Linse steht, ja. Mhm. Und das, ihre Fotografie oder Kunst für sich dann auch ganz anders definiert, als wir das vielleicht machen. Ja. So dass natürlich dann immer wieder das Soft zu dem gleichen Schluss kommt, dass wir das auch für uns immer wieder neu definieren können, ja. Mhm. Und auch generell Sinn macht, das natürlich auch mal für sich zu definieren, aber man kann natürlich auch, also ich würde mich jetzt nicht festfahren, ne? Mhm. Es gab auch eine Zeit lang, wo ich deutlich mehr Aktfotografie betrieben habe, ja. Mhm. Und jetzt, ich mache jetzt vielleicht 2-3 Aktshootings im Jahr. So. Mhm. Na, und da muss nicht, also da reden wir dann teilweise auch von nur mal irgendwelchen verdeckten Sachen, die jetzt nicht irgendwie gleich mit damit zu tun haben, dass ich jemand nackt vor mir stehen habe oder irgendwie so. Na, oder auch irgendwie nackt sehe, weil vielleicht auch einfach nur verdeckt ist, ja. Was ich natürlich, wo ich für dich trotzdem gerne nochmal den Bogen irgendwie schließen würde, dass vielleicht auch das ein bisschen abrundet ist nochmal. Wir haben ja eingangs auch schon mal über dieses Mann und Bär-Thema gesprochen. Und wir haben darüber auch gesprochen, warum Modelle sich nackt fotografieren lassen. Mhm. Wie passt das aber zusammen? Dass wir zum einen da vielleicht auch schon teilweise ein verzerrtes Männerbild haben, so im Allgemeinen, jetzt nicht vielleicht unbedingt in der Fotografie, aber im Allgemeinen. Mhm. Aber trotz alledem uns Männern ja als Fotografen na, dann auch so ein Vertrauen gegenübergebracht wird, dass das, also ich meine, das geht ja. Also das ist ja noch weit über den Bären hinaus. Dazu möchte ich noch mal ganz kurz ergänzen. Also das muss ich immer wieder sagen. Dieses Vertrauen, was mir da entgegengebracht wird bei den verschiedensten Shootings, die ich so mache, und das muss noch nicht mal um Aktfotografie gehen, sondern allgemein, weil das finde ich wirklich außergewöhnlich, weil als Fotograf, man sammelt ja wirklich auch dann Bildmaterial an, was vielleicht sogar schadhaft sein könnte. Ja, ja. So könnte. Ja. Und das ist so etwas, wo ich sage, hey, dieses Vertrauen, ich habe gestern mit jemandem geshootet, der ich das nochmal gesagt habe, das finde ich, das nehme ich nicht selbstverständlich und das finde ich außergewöhnlich, dass ich dieses Vertrauen bekomme. Und das ist für mich übrigens auch so ein, fast wie so ein Kick, dieses Vertrauen zu bekommen. Das macht was mit mir. Ernsthaft? Ja, es ist berührend wahrscheinlich, oder? Also, genau, das ist berührend. Ja. Genau, so muss man sagen. Es ist berührend, dieses Vertrauen zu kriegen. Das finde ich, ist ein gewisser Reiz in der Fotografie, so wie ich sie mache. Erklär mal. Also ganz kurz zu dem, also ich glaube, dass es auch besonders berührend ist für Männer wie euch, die dieses Thema mit der Übergriffigkeit so ernst nehmen und da auch das selber so dann mitnimmt. Ja. Also ich glaube, Männer, die sich da gar nicht so viel Gedanken drüber machen, denen ist auch, wie du eben sagtest, vielleicht auch gar nicht bewusst, dass das bedeutungsvoll ist, dieses Vertrauen, und dass es nicht selbstverständlich ist und dass man damit auch entsprechend vorsichtig umgehen sollte, das nicht missbrauchen sollte und so weiter. Und für die ist das dann, glaube ich, auch nicht so ein schönes Gefühl von Wertschätzung. Und in dem Fall bei euch, glaube ich, ist es dann auch vielleicht eine Erleichterung von: Okay, schön, diese Frau sieht, dass ich nicht so einer bin. Ja. Und das ist ja, glaube ich, der große Schmerz von vielen Männern in einer Zeit, in der so viel Fokus, auch leider zu Recht, muss ja auch so sein, darauf liegt, wie viel Übergriffigkeit es gibt. Und dass man eben als Mann, der nicht so ist und auch nicht so sein möchte, auch als solcher erkannt wird. Mhm. So. Und ich glaube, also jetzt, um nochmal zu der Ursprungsfrage zurückzukommen,
das ist ja letztendlich das große Dilemma, was wir als Frauen haben in der Gesellschaft, wenn wir feststellen, okay, da ist so ein Grundbedrohungsgefühl von einfach Männern als Gruppe, so potenziell könnte jeder Mann, den ich noch nicht kenne, weiß ich ja nicht, eine Gefahr sein, ich weiß nicht. Und dann habe ich die Wahl, ich kann entweder mich total abschotten, mich von Männern fernhalten, auch zum Beispiel so ein Fotoshooting einfach gar nicht machen, um nicht zu riskieren. Mhm. Und dann kann ich aber viele Dinge halt einfach nicht tun, auf die ich eigentlich Lust habe. Und das ist so die Gratwanderung von Frauen, dass wir dann versuchen herauszufinden, okay, wie kann ich die Sachen, auf die ich Lust habe, machen mit einem möglichst geringen Risiko? Mhm. Und dann versuche ich eben beispielsweise sicherzustellen, dass ich solche Shootings nur mit Männern mache, denen ich vertraue. Warum vertraue ich denen? Da geht es dann los. Das ist ja auch ganz unterschiedlich. Also ich kenne Frauen, die sagen, sie machen Aktfotografie zum Beispiel nur mit Fotografen, die sie schon lange, lange kennen, mit denen sie schon oft geshootet haben, mit denen sie vielleicht sogar auch befreundet sind, wo sie sich wirklich wohlfühlen, weil sonst würden sie sich nicht sicher genug fühlen. Mhm. Dann gibt es Frauen, denen reicht es, wenn sie ein gutes Gefühl haben bei dem Mensch. So, ja. Und dann riskieren die das quasi und sagen, okay, also wenn es schief geht, dann gucke ich. So. Und das ist leider so ein bisschen, also das ist ja auch wie wenn Frauen irgendwie auf Dates gehen. Dann schreibt man seiner Freundin manchmal vorher so eine halb ironische Nachricht von, ich hoffe, ich sterbe nicht, ha, ich schreibe dir nachher, wenn ich noch lebe. Und das ist ja eigentlich überhaupt nicht witzig. Ja, auf jeden Fall. Und dann schickt man irgendwie, wo man hingeht und schickt nochmal ein Foto von dem Typ und sagt so, also der heißt Michael, falls jemand so, also. Und das ist, eigentlich ist das ja überhaupt nicht witzig, aber wir können ja auch nicht aus der Angst heraus aufhören zu leben oder aufhören mit Männern zu interagieren. Also das also geht vielleicht schon und vielleicht gibt es auch Menschen, die das probieren. Aber für viele Frauen ist das ja einfach auch nicht, wie sie leben wollen. Und dann, genau, sucht man eben nach Männern, wo man prüft und feststellt und das eigene Bauchgefühl einem sagt, dem vertrauen wir jetzt und dann hofft man, dass man nicht falsch liegt damit. Ja. Ja, ich meine, das ist auch irgendwo, ist das, also ich finde es ja eigentlich eine gesunde Einstellung, dass man zumindest auch eine gewisse, weil ich meine, das ist ja schon, es ist ja komplett unnatürlich eigentlich teilweise, wie wir uns begegnen, also Fotograf und Modell. Ne? Über das Internet und dann trifft man sich direkt in so einem Raum. Ja, ich habe sogar schon mal aus Spaß, ich habe schon mal auch wirklich so zum Spaß, also um das vielleicht auch ein bisschen aufzulockern, habe ich sage zum Beispiel auch hier easy, ne, du kannst jederzeit Teil von mir aus deinem Standort oder sonst irgendwas, gib meinen Kontakt weiter oder irgendwie so. Ja. Aber ich habe zum Beispiel auch einmal die Situation gehabt, da habe ich eine vom Bahnhof abgeholt und wir sind direkt von dem Bahnhof aus in ein Waldstück gefahren, weil da eben die Location ist. Ja. Und da habe ich auch Spaß gesagt, so eigentlich beginnen solche Horrorfilme, ne? Ja. Also eine junge Frau ist irgendwo auf dem Land in einem Bahnsteig und wird abgeholt und dann und und der Film beginnt. Ja. So. Und das Publikum sagt, warum steigst du da eigentlich ein? Das Alter, du weißt doch genau. Und so beginnen irgendwie so über 50% meiner Shootings. Und das ist natürlich. Und ich glaube, da spielt einfach Social Proof eine große Rolle. Also dadurch, dass die sehen, du shootest mit verschiedenen Modellen auch mehrmals immer wieder, die leben noch, die shooten nochmal mit dir. Du scheinst okay zu sein. Ja, das na, darauf vertrauen und dann vertrauen. Ja, und deswegen, deswegen sage ich, ist das vollkommen in Ordnung, dass man dann, ich finde sogar das viel wichtiger als diesen Social Proof, weil man kann da getäuscht werden, ne? Weil allein schon Follower zahlen und du weißt auch nicht, hat dir in dem Moment die Bilder, also hat er die auch selber gemacht? Ja. Ne? Sind das nicht vielleicht auch irgendwelche Stockbilder? Genau. Ne? Deswegen finde ich das tatsächlich viel wichtiger, dass man da so gewisse Sicherheitsvorkehrungen für sich hat. Ja. Und es passiert auch, dass, da sind wir beim Thema Machtgefälle, dass es auch da Fotografen gibt, die diesen Social Proof haben und trotzdem passieren Dinge. Oder erst recht deswegen. Ja. Ja. Wo wir dann auch wieder dabei sind, dass da vielleicht auch jemand halt eben sein Talent ausnutzt, was ich halt eben von einfach die Erfahrung gesammelt habe durch die Zeit, wo ich mit meiner Freundin zusammengekommen bin und ich dann erstmal vor den Kopf gestellt bekomme, was da eigentlich sonst noch so abgeht. Ja. Das ist gerade deswegen ist es halt eben so wichtig, na, das zu machen. Ja. Und ich meine, da kann man ja auch noch mal vielleicht jetzt vielleicht so ein paar Hörer
es sollte, also jetzt auch Modelle, die das hören, es sollte eigentlich vollkommen in Ordnung sein, dass mein Kontakt an eine weitere Person, mein Name zumindest und alles weitergegeben wird. Ja, dass jemand gesagt hat. Oder die Systeme, Standort teilen und so weiter. Genau, ne? Also es sollte vollkommen in Ordnung sein, dass der Freund des Modells jetzt zum Beispiel weiß, hier, die ist gerade mit einem Timo unterwegs, so, der heißt Timo Bawitzki, der kommt da dann daher, dass der weiß, okay, alles klar, die war zuletzt bei dem. So, das sollte zum Beispiel auch vollkommen in Ordnung sein. Und wenn das eigentlich irgendwie schon von vornherein irgendwie in Frage gestellt wird oder irgendwie abgelehnt wird, dann kann man da schon auch skeptisch sein. Das ist auch voll, ne? Ja, also, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ne? Ja. Weil es gibt da einfach so Sachen, weil erstmal kann ja niemand da was mit anfangen. Also der sonst so, was soll er denn mir als Fotograf jetzt schaden können, dass er jetzt weiß, dass sie mit mir unterwegs ist und dass ich der bin. So. Ich glaube, also es gibt, glaube ich, halt Fotografen, die sowas als persönliche Beleidigung auffassen, was ich aber auch sehr kritisch finde, weil da habe ich dann das Gefühl, dem Mann ist nicht bewusst, in was für einer Lebensrealität Frauen sind. Und der hat kein wirkliches Verständnis dafür, warum das absolut wichtig ist für mich, dass ich mich absichere mit einem fremden neuen Menschen. Und es kann eben auch eine Red Flag sein im Sinne von, das ist jemand, der hatte wirklich vor, was zu machen und der versucht jetzt, dich durch so eine gespielte Empörtheit dazu zu bringen, ja, nee, natürlich vertraue ich dir, ich mache das nicht. Und dann wie ist es, aber jetzt, wenn man da mal ganz konkret ist, gibt es ein Beispiel, was immer mal auch ein Thema ist unter Fotografen, ist, was ist, wenn der Freund mit dabei ist? Also ich persönlich habe da noch nie erlebt, dass jemand damit ein großes Thema hat, ehrlich gesagt. Also ich habe Geschichten gehört, aber ich habe tatsächlich mal, wo ich noch ziemlich am Anfang war, dass, also bin ich da auch ganz offen zu, ich habe das einmal dadurch ein Shooting abgelehnt, weil ich nämlich davor schlechte Erfahrungen gemacht hatte. Hab dann als der Partner dabei war. Ja. Ja. Ja, und hab das dann einfach eine Zeit lang für mich abgelehnt, so. Ja. Hab das dann irgendwann wieder aufgelockert und wieder schlechte Erfahrungen gemacht. Das sind aber dann wirklich... Was heißt schlechte Erfahrungen? Es gab einmal eine konkretere schlechte Erfahrung, war, dass die dann danach Stress hatten, weil er ihr dann vorgeworfen hat, sie hätte mir Blicke zugeworfen, die ja... Also Eifersuchtsthematik. Ne? Also er war einfach da genau eine Eifersuchtsthematik und halt eben auch keine Ahnung von dem, was wir da wirklich gerade machen. Ja, und was aber am häufigsten passiert, ist Ablenkung. Und wir dann quasi, also da ist es bei mir eher das Thema, wenn eine zusätzliche Ablenkung einfach, und das hat dann nichts damit zu tun, ob das der Freund ist oder eine Freundin oder sagen, sonst irgendwas. Genau, einfach, dass noch ein Mensch da ist, der dann irgendwie, Ja, und man kommt legitim. Dann einfach nicht in die Tiefe rein, so, dass ich dann, also ich habe das letztes Jahr im September, weiß ich noch irgendwie, da hatte ich das mal zugelassen wieder, wo ich gesagt habe, ja, kann man ja machen. Also der ist auch, also er kam unangekündigt dazu. Und ich habe dann das auch einfach gesagt, hier, ich mache jetzt hier keine Szene oder sonst irgendwas. Ja, machen wir jetzt halt. Aber wir sind halt natürlich auch nicht, also ich weiß, dass die Ergebnisse besser gewesen wären, wenn er nicht dabei gewesen wäre. Ja. Also ich finde das auch legitim, da zu sagen, dass so kann ich nicht so gut arbeiten, so das möchte ich nicht, dann suchen wir einen anderen Weg, wie du dich sicher genug fühlen kannst, um zu zweit, oder es passt halt nicht. Finde ich legitim, also kann ich verstehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich spreche das offen an. Also ich habe auch sowohl schlechte Erfahrungen, also von was weiß ich, dass ich im Nachhinein angegangen wurde, tatsächlich, also in Schriftform. Oder auch beim Shooting fast schon Schläge angedruckt bekommen habe. Es ist wirklich übelst, wo ich gesagt habe, so, okay, also das sorry, aber geht. Das ist wirklich, die rote Linie so weit überschritten. Bis hin zu Freund, alles klar, ey, du siehst eigentlich viel besser aus wie das Model selber. Ich fotografiere dich eigentlich weiter.
Hey. du weißt, wen ich meine. Ja, ja, na klar. Nein, es war jetzt ein kleiner Schlag in den Nacken von Antonia. Alles gut. Ja, nein. Ich kann das ab. Also, da kann eigentlich alles passieren und ich finde es halt ganz wichtig, dass man da. Also ich möchte schon wissen und ich erzähle dann auch genau diese beiden Beispiele von super bis hin zu hier gab es fast eine Schlägerei. So, ja. Und da fordere ich dann auch das Model auf, mir einzuordnen, was sie für ein Bauchgefühl da hat. Ja. Und ich habe einfach keinen Bock darauf, dass da schlechte Stimmung gibt, ne? In welcher Form auch immer. Und ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt eigentlich in den letzten 2 Jahren, glaube ich, keine schlechten Erfahrungen mehr gemacht. Davor hatte ich wirklich nochmal einmal, da wurde ich wirklich dann auch schriftlich angegangen, wo ich dann gesagt habe, so ey Leute, sorry, aber ich breche jetzt hier den Kontakt ab. Ich meine, das ist bei mir ja auch so, dass ich, wenn ich, die beste Erfahrung habe ich sogar da, wo ich den Freund dann irgendwie auch kenne oder schon mal kennengelernt habe. Das ist easy. Ne? Da ist auch, es gibt ja auch wirklich teilweise Partner, die auch sich selber dann gerne mal vor die Kamera stellen, dann auch ein ganz anderes Verständnis dafür haben. Ja, deswegen ist es, ich fand das eben das ganz gut, wo du gesagt hast, dann muss man halt eben gucken, dass man vielleicht einen anderen, irgendwie andere Möglichkeit für sich findet, damit man die Person die Frage sich ist ja auch, fühlt. Was ist die Motivation dahinter, dass der Partner dabei sein soll? Ne? Geht es darum, ich fühle mich sonst nicht sicher, dann sucht man vielleicht besser nach anderen Wegen, wie sie sich sicher fühlen kann? Oder geht es darum, er will dabei sein, um zu gucken, was abgeht und dann weiß man eigentlich im Vorhinein schon, das wird unentspannt. Das heißt, das ist eigentlich die klügste Antwort, die du gerade gegeben hast. Das heißt, wir müssen eigentlich nur nach der Motivation fragen. Ja. Warum soll der dabei sein? Genau. Wenn die dann sagen, so ja, der fährt mich halt. Dann kannst du halt sagen, okay. Dann kann er ja im Auto warten. Genau, dann kann er im Auto warten oder der soll dann halt in der Stadt shoppen gehen oder sowas, was auch immer. Braucht er nicht nur ein paar Sneaker oder sowas? Ja, genau. Sowas. Ja. Ne? Also man kann das ja auch wirklich auch irgendwie lustig verkaufen. Das muss ja nicht irgendwie alles Bier ernst sein oder sowas. Mit diesem Hintergrund und dann vielleicht auch das mal kurz erklären oder so. Aber die Motivation, ich glaube, danach fragen und dann danach dann handeln und argumentieren. Ja. Ja. Genau. Ich hatte mal eine ganz, ganz weirde Situation. Da war ich selber froh, dass ich eine Frau dabei hatte. Und zwar, es ging darum, dass es, also für mich auch irgendwie so eine Absicherung, ich hatte das war ein Kundenshooting, Gutscheineinlösung auch noch. Ja, also das heißt, man hat diesen Kunden vorher noch nicht mal gesehen oder so, keinen Kontakt gehabt. So. Und das war dann eine junge Frau, ne? Also die noch, ne, also noch, ja, also noch nicht volljährig vor allen Dingen. Mhm. Ja. Und da war es so, dass auch der Vater sie zur Location gebracht hatte, ist aber dann erstmal woanders hingegangen. Der hat dann irgendwie gesagt, ja, ich fahre noch, ich hol dich dann später ab. So, sag einfach Bescheid. Ich weiß ja, wo ihr seid. So. Und ganz plötzlich wollte sie dann gerne auch noch, nachdem wir ein paar Porträts, das war abgesprochen, na, wollte sie gerne noch mal ein paar Bilder für ihren Freund haben. Oh. Und da war ich dann so, wo ich sagte, what? Ich bin, ja genau, wir sind hier gerade in so einem Bereich, ich habe dann auch noch mal erstmal fragen müssen, wie alt bist du denn, weil ich... Das geht nicht. Und da war ich froh, dass ich zumindest in dem Moment auch eine Frau, ich hatte jemanden dabei, die ein bisschen mehr über Fotografie einfach, die wollte mir mal über die Schulter gucken und weil sie auch gerne fotografiert und wie ich das so mache, hatte dann halt da vorher gefragt, ist das okay, dass ich jemanden mitbringe? Ja. Und ich war ganz froh, dass ich einfach nochmal so eine Absicherung habe, dass da eine Frau hinter mir steht und auch nochmal mit dabei ist, weil wir da, ich genau weiß, wir begeben uns hier gerade in einen Bereich, wo einfach sehr dünnes Eis ist. Na, da war ich ganz froh, auch mal als Fotograf jemanden dabei zu haben. Na? Nachvollziehbar. Ja. Haben wir es rund? Wollen wir es damit abschließen? Klar. Das ist eine schöne Schlussanekdote. Ja. Ja. Ja, also es zeigt zumindest, dass es auch auf der anderen Seite geht. Ne?
Na klar. Ja, ja, auf jeden Fall. Und du, ich habe auch schon die Erfahrung gemacht von einem Fotografen, der mir gesagt hat, hier, du wirst es nicht glauben, aber es war auch ein sehr gut aussehender Fotograf, das kann ich auch mal so ganz klar sagen, der hat zu mir gesagt, ich habe schon mal eine vor mir der Tür gehabt, die hat dann nichts mitgebracht und die hat einfach gesagt, du, ganz ehrlich, ich habe eigentlich keine Lust mit dir zu shooten, sondern wollen wir nicht in die Kiste spielen. So. Das gibt es von beiden Seiten. Dann. Mhm. Also auch solche Sachen passieren. Ja. Mhm. Ja. Ja. Okay. Tipp der Woche. Fang du mal an. Oder hast du noch irgendwie, wolltest du noch irgendwas abschließend irgendwie zu dem? Nö. Ja. Nö. Okay. Nö. Wir können gerne zu den Tipps übergehen. Okay, gut. Also ich hab tatsächlich mal einen Tipp. Das ist jetzt eigentlich total politisch unkorrekt, was ich jetzt sage. Oh Gott. Oh oh. Ja. Jetzt kommt der Skandal. Jetzt kommt der Skandal, genau. Wir wollten ja noch, wir hatten ja vorher gesagt, wir wollen wir ja noch einen Skandal. Wir einen Skandal genau, zu machen wir, heute. Verdammt. Nein, ich habe neulich mal was gehört, irgendwo im Radio. Da ging es darum, was ist eure Definition von Freiheit? Und da hat eine Frau gesagt, in einer lauen Sommernacht mit offenem Fenster oder offenem Dach durch die Stadt fahren und Musik hören. Mm. Und das habe ich neulich mal gemacht. Und ich denke so, es stimmt. Ja, es stimmt. Ja. Und irgendjemand liegt im Bett und denkt sich so, boah, warum muss der jemand offenen... nicht so laut. Was für ein Idiot. Nein, aber ich wollte damit nur sagen, ist, macht doch mal die Fenster von eurem Auto mal zwischendurch auf und schnappt mal die Luft, die so da so reinkommt und so weiter. Und weil ich merke das so beim Autofahren, dass man doch manchmal in so einem luxuriösen Auto sitzt, obwohl meins gar nicht luxuriös ist, dass man sich der Umwelt so entkoppelt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das ist schon fast wie so ein Videogame ist. Und ich finde es immer ganz gut, wenn man mal zwischendurch mal das Fenster runter macht, auch wenn es mehr Sprit verbraucht und eigentlich total politisch unkorrekt ist, was ich sage. Genau. Skandalös, ja. Skandalös, ja, absolut. Nee. ich möchte eine Podcast-Folge von Hotel Matze empfehlen. Ich fand das mal ganz, ganz schön. Also es ging eigentlich, in erster Linie ging es um einen Satz, der da drin gefallen ist. Und zwar, es ging um den Podcast Hotel Matze und er hatte zu Gast Florence Gaub. Also Verzeihung, wenn ich es jetzt gerade nicht richtig ausspreche. Eine Zukunftsforscherin. Und ich fand das mal so beruhigend zu hören, dass sie sagt, also auch dann klar, ganz klar mit Zahlen belegte, es ist nicht immer alles, früher war nicht alles besser. Ja. Den habe ich auch gehört, den Podcast. Fand ich sehr gut. Ich habe auch mir direkt ihr Buch schon auf meine Liste gepackt mit Zukunft eine Bedienungsanleitung, ist ein aktuelles Buch von ihr. Der Podcast allein war schon auch wirklich sehr aufschlussreich und hat einfach auch mal ein bisschen Ruhe in diese negativ behaftete Medienlandschaft reingebracht, mit einfach auch Zahlen und Fakten, indem sie unter anderem auch gezeigt hat, in den 90ern sind pro Tag mehr Menschen in Konflikten gestorben als heute, obwohl wir gefühlt mehr haben. Gerade Ukraine-Krieg und Israel und auch sonstige Konflikte auf der Welt haben. Na, das fand ich dann trotzdem auch beruhigend, dass also generell, dass Kriege zum Beispiel weniger Tote, statistisch weniger Tote in den Kriegen standen als früher. Deswegen, also das auf jeden Fall mal eine Empfehlung, da reinzuhören. Das ist ja, das ist so mein Tipp der Woche. Schön. Mein Tipp der Woche ist, sich mal hinzusetzen und mit dem eigenen Narzissmus zu beschäftigen und den auch zu akzeptieren, weil der ein Stück weit einfach zum Menschsein dazugehört. Wir haben alle narzisstische Tendenzen und wenn die uns bewusst sind, dann sind die auch nicht schlimm. So, und das
ist aber genau der wichtige Punkt. Es muss uns halt bewusst sein und das geht nur, wenn wir es nicht nur verteufeln, sondern auch annehmen können. So, und dann werden diese Tendenzen auch nicht dazu führen, dass irgendjemand drunter leidet. Genau, das ist nach dieser Folge mein Tipp der Woche. Sehr schön, gut. In diesem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche. Und vielen Dank, Antonia, dass du uns so eloquent hier Rede und Antwort gestanden hast. Na? Ja, bis hat Spaß gemacht. Danke euch. Ja. Bis dann. Ciao. Tschö. Ciao. Wir reden jetzt übrigens immer in die Musik noch rein, ne? Ach so. Das ist musst neu. Du jetzt auch noch machen. Okay. Kein Problem. Wir verlangen dir viel ab hier, ich weiß. Ja. Ist schon in Ordnung. Ja. Mal wieder eine lange Folge. Ja, zwei wie lange war das denn jetzt? Zwei Stunden. Zwei Stunden? Zwei Stunden. Wow. Ja. Wollen die das? Ja. Die wollen das, ja. Dann. Ich glaube, unsere erste war länger. Von daher. Nee, was? Doch, okay. Ich glaube schon. Nee, ich glaube vielleicht anderthalb. Aber es war auch so die Richtung, okay, na dann. Schluss. Warte. 2 Stunden 15 war die letzte. Wirklich? Also länger. Das habe ich verdrängt. Dann haben wir okay. Hier, dann haben wir, also. Was, da, haben wir was weggelassen? Nochmal. Okay, irgendwann passiert das noch, dass wir das Intro schnell ausfaden und dann nochmal weiterreden. Irgendwann kommt der Tag. Ja. Oh je. Das Outro meinst du? Ja, mein ich doch. Ja, sollen wir machen? Nein. Okay, dann geht's weiter. Ja.